Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Ja, der Song kommt später. Einen wunderschönen guten Abend. 20 Uhr um ein paar Sekunden, 17. Juli 2019. Unsere zweite Sendung heute Abend nach der Waldpädagogik mit Tanja Klein und auch der Tünde Emese. Sage ich erstmal ein Dankeschön nochmal an die vorige Sendung. Ein wichtiges Thema. Ja, ich war gestern nochmal mit dem Viktor Heidinger da unterwegs und habe uns überlegt, naja, was können wir denn für ein Thema machen? Wir haben ja so viele Themen jetzt in der letzten Zeit hier gehabt, auch sehr tiefe Themen. Sei es von innerirdisch, außerirdisch, politisch, Geld und was auch alles dazukommt. Ja, und da hat der Viktor dann gesagt, machen wir doch ein Thema, das muss heute jeder wissen. Oder ich sage auch, das darf jeder heute wissen. Im Sendetext haben wir heute drinstehen, das Thema natürlich ganz oben, haben wir es gerade angekündigt, das muss jeder wissen. Wie werde ich, du, oder auch wir beeinflusst. Was ist ein Egregor? Kollektive Meinung. Wie entsteht sie? Wie wird die Meinung gebildet? Was ist normal? Jo, das ist eine tolle Frage. Overton, Fenster. Wie kann ich mich davor schützen? Und noch mehr und mehr. Da möchte ich doch den Viktor Heidinger nochmal kurz die Kontaktdaten mitgeben. Das ist www.gwl-akademie.com und die Daten findet ihr auch bei Okitalk auf Archiv, im Archiv auch, sowie im Artikel. Und ja, heute ist er hier. Und ich sag mal einen wunderschönen guten Abend. Hier im Studio ist noch der Jenne, der Roman, die Magda und der Marc Wahle ist auch bei uns und im Zuhörraum. Herzlichst willkommen heute zum Thema. Ich bin gespannt, wie wir heute hier die Schwingung finden. Auf jeden Fall mit Viktor macht es immer wieder Freude und er hat eine Überraschung heute. Ein paar seiner GWL-Akademie sind heute auch noch bei ihm. Und jetzt sage ich guten Abend zu dir nach Hause. Grüß dich, lieber Viktor. Ja, wunderschönen guten Abend an alle. Auch an die, die jetzt gerade live dabei sind oder irgendwann zu späteren Zeit diese Sendung anhören würden, auch du sei gegrüßt. Freue mich wieder dabei zu sein und es war wirklich gestern für mich so ein Moment zu überlegen, welches Thema bringe ich, was ist jetzt wirklich aktuell spannend. So und Dann haben wir mit dem Klaus so ein bisschen uns ausgetauscht, was da jetzt gerade so die Menschen interessiert. Schlussendlich war das leicht, weil das ist auch ein Thema, was uns gerade bewegt und wir gerade jetzt das Seminar zu diesem Thema aufbereitet haben. Und dann dachte ich, gut, also dann tue ich doch gleich dieses Thema in die Öffentlichkeit bringen. Und zwar geht es hier um das kollektive Bewusstsein. Jetzt sagt der eine oder andere, ja, darüber weiß ich doch schon alles. Also ich habe doch schon alles davon gelesen und. Die ganze Szene, egal aus welcher Ecke, erklärt es. Jawohl, das stimmt. Allerdings, das, was ich jetzt hier zu präsentieren habe, als ein bisschen unter anderem Blickwinkel zu einem und zu anderem geht es wirklich um die Quiescenz. Wie funktioniert denn dieses kollektive Bewusstsein? Was macht es mit dir? Was macht es mit mir? Was macht es mit uns? Ja. Und so wie ich also den ersten Satz geschrieben, das sollte jeder wissen. Ja, das sollte wirklich jeder wissen. Und da gibt es diesen Begriff, der heißt Egregor. Ja? Was ist dieser Begriff? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Muss dazu sagen, ja, nur die meisten wissen schon, die jetzt vielleicht schon vorige Sendungen gehört haben, für die, die jetzt das erste Mal dabei sind und noch nicht so viel anzufangen haben, wer bin ich? Wer ist Viktor Heidinger? Und wie kommt er dazu, diese Themen hier zu preisen?
Viktor Heidinger bin ich, bin derzeit demnächst ja, schon 48, ja, kurz davor, und bin seit knapp 30 Jahren auf diesem also unterwegs in dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinsentwicklung, ja, und selbstverständlich, wenn man in diesen Bereich reingeht, ist das Thema Energie sehr aktuell. Ich rede jetzt nicht von der Energie, die jetzt in der Steckdose fließt, und auch nicht von den alternativen Energieaggregaten, sondern ich rede jetzt von der Menschenergie, von dem menschlichen Energiehaushalt, wie funktioniert er? Ja, weil alles, was wir bewegen, brauchen wir immer Kraft. Und wie komme ich zu dieser Kraft? Wo kommt sie her? Ja, weil jeder hat schon wahrscheinlich feststellen dürfen, dass wenn du doppelte oder dreifache Portionen, jetzt sage ich mal, ja, Schnitzel, dann spreche ich jetzt nur die Schnitzelesser an, und da sind die Veganer und Vegetarier beleidigt. Also dann sage ich, drei Portionen Salat und drei Portionen Rohkost zu dir reinschmeißt. Ja, dann stellst du immer fest, dass nicht mehr Energie jetzt in deinem Körper dadurch kommt, ja, sogar umgekehrt, also dass du, wenn du zu viel isst, also weniger Energie schlussendlich da ist, weil also die ganze Kraft dann also fürs Verdauen verwendet wird. Also schlussendlich, wo kommt denn diese Energie her, wie entsteht die und so weiter? Und das ist ein riesiges Thema, mit dem ich mich jetzt seit über 15 Jahren beschäftige. Und daraus ist es ein ganzes Fachgebiet wie Energieinformationik. So, und dieses Wissen hole ich mir jetzt gerade aus Russland, also aus der russischen Sprache, weil die ist sehr naheliegend an der Sanskrit-Sprache. Das heißt also, hier ist die Brücke zu der Quelle, zu den Urquellen oder zu den Urschriften, ja, leicht zugänglich. Ja? Und auch vieles kann man von dort aus schneller verstehen. Aber das ist ein anderes Thema. Und das heutige Thema ist das kollektive Bewusstsein. Wie beeinflusst uns dieses kollektive Bewusstsein? Was sind die Egregoren? Und kurz vor der Sendung heute bin ich jetzt reingegangen, nachdem ich ja erst gestern also das rausgegeben habe, diese Überschrift, bin ich heute rein ins Internet und habe ich geschaut, was gibt's denn da jetzt in Google, wenn ich jetzt auf Deutsch Egregor eingib, welche Inhalte bringt er mir hervor. So, und nach dem, was ich jetzt geschafft habe, so also da zu recherchieren, bin ich dann in die Tiefe des Wikipedia und dann noch weiter, was die Querverweise in Wikipedia sind, also bin ich dann nochmal den Schritte tiefer gegangen. Und dann habe ich also entdeckt, dass also das meiste, was jetzt dort zu lesen gibt, also kommt irgendwo nur aus dem Hebräischen. Da gibt es einen riesen Text, also was da alles aus dem Hebräischen, wie wurde es ins Englische übersetzt aus dem Hebräischen, dann wie wurde es jetzt ins Griechische übersetzt aus dem Hebräischen, wie würde es dann ins Deutsche übersetzt, dann hat einer bei der Übersetzung den Buchstaben vertauscht, dann hat er den Buchstaben, dann hat er das gemeint, dann hat er jenes gemeint. Und dann habe ich gleich also meinen Kollegen gesagt, die neben mir waren, sage ich, guck mal, also wenn du das so überlegst, also wie hier unser Gehirn verknotet wird. Ja, so, und da versinkst du in diesen ganzen historischen Werken. Aber wenn man alles das jetzt einfach jetzt mal, sage ich mal so, rüberschaufelt und sagt, was ist jetzt das Fundament, auf was stützt sich jetzt das Ganze, dann bleibt dann unterm Strich das Buch hier noch, also das Hebräische, aus dem es jetzt also in fünf verschiedene Art und Weisen übersetzt wurde, danach 20-fach unterschiedlich interpretiert wurde. So, aber die Frage ist ja, ist das jetzt wirklich das Fundament? Ist das wirklich das Schriftstück, was jetzt also alles transportiert? So, und da sind wir schon in einem sehr wichtigen Thema drin, warum ich das jetzt so gebracht habe. Weil woher wissen wir, was es ist und wie man damit umgeht? Also als erstes benutzen wir die Sprache, benutzen wir die Wörter. Und dann bei den Wörtern gibt es also eine interessante Geschichte. Die Wörter haben eine bestimmte Bedeutung. So, und da fängt jetzt die erste Mogelpackung an. Das heißt, die Bedeutung, dem Wort, kann jetzt neu hinzugefügt werden. Und dann, wenn wir kollektiv uns entscheiden, dass jetzt zum Beispiel
Anstatt jetzt, wir sagen heute Präsident, werden wir sagen Morgen Löffel. Das heißt, wir meinen, dass jetzt Präsident, der heißt Morgen Löffel. Dann wissen wir, aha, Löffel ist jetzt der Oberhäuptling jeder Nation. Das ist der Löffel, ja. So, so, und dann haben wir es kollektiv integriert, ja. Und dann irgendwann 2, 3 Generationen später, die wissen, aha, Löffel, das ist die respektabelste Person dieser Welt, als zu der man jetzt streben muss. Also da muss man Karriere machen, ja, und so weiter und so weiter. Also das ist der, der das Sagen hat, das meiste Sagen hat. Ne? So. Und dann ist alles gut. Und dann so. Und so entstehen die Bedeutungen. So. Aber dann gibt es noch bei den Wörtern nochmal eine andere Ebene, und zwar, das ist die Mechanik. Die Mechanik, die Wirkung. Das heißt, was bewirken die Wörter, wenn wir sie aussprechen? Und hier kommt es jetzt schon ein bisschen auf den Hintergrund. Wie ein Fachlinguist, Linguist, also der sozusagen die Linguistik studiert hat, ja, mir gesagt hat, ach, weißt du, das ist alles unwichtig, die Mechanik, der Wortklang und so weiter, das ist alles zweitrangig, wichtig ist die Bedeutung zu wissen. Ja, dann ist es ja klar, also das ist die erste Ebene. Aber die Mechanik, die macht ja mit uns auch was, weil unser Unterbewusstsein reagiert nicht auf den, auf das, auf die Bedeutung drauf, sondern unser Unterbewusstsein reagiert jetzt auf den Klang und was dahinter steckt, ja. So, und was dann also mein Uropa auch gehört hat und meine Uroma zu diesem, wenn sie das Wort ausgesprochen haben, welche Vibrationen, Schwingungen sind dadurch entstanden? Das ist in unserem Unterbewusstsein, in unserer DNS-Spirale auch mit drin und es wird jetzt auch aktiviert. Ne? So, und da sind wir jetzt beim dritten, bei der dritten Ebene. Das heißt, also hier ist die Wirkung auf die Genetik drauf. Ne? Das heißt, wir haben die mechanische Wirkung, die da beschrieben wird, und dann haben wir noch die Wirkung, die dann auf die biochemische Ebene stattfindet, also sprich, welche Hormone dann in uns das auslöst. So, und so, warum ist das jetzt alles so, so tragfähig und was ist da jetzt, was passiert mit uns, ja? So, wenn wir jetzt verschiedene Wörter benutzen da draußen, ja, und nutzen sie und die Politik nutzt sie und dann wird immer darüber gesprochen und wir schimpfen damit und wir jammern damit und wir diskutieren damit und so weiter, ja. Dann gibt es solche spezielle Wörter, die jetzt halt gewisse Dinge transportieren. Ne? Das sind jetzt die Wörter sowas wie Kapitalismus, wie Sozialismus, wie Kommunismus, wie Egoismus und so weiter. Ne? Und dann habe ich jetzt halt auch hier eine Recherche gemacht und habe geschaut, wie viele Wörter gibt es denn da in der deutschen Sprache mit Ismus. Ich weiß nicht, wer sich schon diese Übung gemacht hat und hat mal danach recherchiert, ja. Also mit dem Suffix Ismus gibt es 847 Wörter, ja, die also dementsprechend dieses Ismus beinhalten. Und interessant wird, wenn du diese Wörter anschaust. Also das heißt, also wenn du den Suffix wegnimmst, was ist da vorne? Also ja, wieder welche Mechanik das wird. Da ist es also sehr ganz spannend, ja, was da alles Ismus ist. Ne? So, und ich habe einfach gesagt, also, und das sage ich in den Seminaren, wenn Sie jetzt dieses Ismus dort noch was hinzufügen, und zwar dazwischen tun Sie zwischen is, ja, und muss das T hineinfügen, ja, dann entsteht dann ein Ist-Muss, ja, so, und dann sind wir schon im Thema, ja, dann sind wir schon im Thema, das heißt, diese Botschaften, die dahinter stecken, sind Ist-Muss-Programme, sind Ist-Muss-kollektive Programme, in denen wir, wie auch immer, oder Teile von uns, also der Bevölkerung oder der Volksstrukturen, leben, sein sollen, das transportieren sollen, also diese Themen letztendlich ausleben sollen. So. Das ist jetzt alles so ein bisschen fachchinesisch. Jetzt kommen wir zu dem Praktischen, was dahinter sich verbirgt. Was sind jetzt die Egregoren tatsächlich? Also, und seit der Zerfall der Sowjetunion in Russland sind sehr viele Archivdokumente und, sage ich mal, das andere Wissen plötzlich
in den freien Markt gekommen, sage ich einfach so. Ne? So, wir sind in den Markt gekommen und seit jetzt über 25 Jahren, also es ist jetzt schon sogar ein bisschen länger her, seit dieser Zerfall der großen Macht, ja, er ist jetzt in allen Schichten, in allen Ebenen, politisch, religiös, wirtschaftlich, in der Esoterik-Szene, in der Spiritualität-Szene etc. Auf allen Ebenen wissen schon fast alle, was ein Egregor ist. Wir dagegen hier im europäischen Bereich sind dann so ungefähr so 25 Jahre da so circa hinterher, ja, was dieses Thema ist. So, wenn ich jetzt hier das, was die Wikipedia in Deutsch gibt, was ist Egregor, hineinschaue, da sehe ich, dass dahinter nichts anderes ist, wie nur bloß irgendeine okkultistische, also religiöse Glaubensbewegung oder Gemeinschaft etc. Ja? So, mehr kommt da nicht dabei raus. Tatsächlich ist ein Egregor, oder hinter diesem Begriff Egregor, werden folgende Mechanismen erklärt. Die Mechanismen wie das kollektive Bewusstsein oder ein Teil des kollektiven Bewusstseins entsteht. Welche Funktionen hat es, wie sieht das Konstrukt aus, welche Prozesse laufen dort durch, wie wirkt jetzt dieses Konstrukt dann auf unser Bewusstsein und was macht schlussendlich also dieses Konstrukt mit uns im Alltag. Und war sogar unter anderem ein alarmierender Erkenntnis, dass wenn der Mensch nicht langsam jetzt halt wirklich sein Bewusstsein anfängt, wahrhaftig in Gebrauch zu nehmen, dann gerade diese egregiale Strukturen, so wie sie jetzt sich da entwickeln, also wie dieses kollektive Wir sich jetzt entwickelt und welche Tendenz es hat, dann brauchen wir morgen über Menschbewusstsein bald gar nicht mehr sprechen, weil dann sind wir nur nichts anderes wie bloß ein Haufe Ameisen, ja, und werden dann durch diese Struktur komplett geleitet, geführt und manipuliert. Was wir jetzt halt schon auch beobachten können, was macht es jetzt schlussendlich mit uns, dieses kollektive Bewusstsein? Nur schon bereits bevor du geboren wurdest, also ist jetzt schon dein eigener persönlicher wilder Egregor entstanden. Das heißt Egregor, also es heißt ein Konstrukt, wo die Idee, die Matrize, ja, sagen wir mal so, die Idee von dir existiert. Mama und Papa, Opa und Oma haben sich ein Enkelkind gewünscht, Mama und Papa haben sich ein Kind gewünscht und schon diese ersten Wünsche, schon diese ersten, sage ich mal, Elemente, ja, des Geistigen, also die Gedanken, wissen wir, dass inzwischen von der Quantenphysik Gedanken verschwinden nicht, also sie gehen nur bloß, also werden produziert und gehen irgendwo hin, aber wohin, das haben wir auch noch nicht so richtig verstanden und die tun dort auch irgendwie weiterhin etwas machen. So, und diese Gedanken, diese Energie, die mit diesen Gedanken verbunden ist, ja, die wandelt sich. Wir Menschen produzieren Energie, aber wir können sie ja nicht bei uns jetzt hier konservieren. Das heißt, die Energie fließt von uns wieder weiter, irgendwo hin. Wohin ist die Frage jetzt? Ja? So, die nimmt jetzt eine andere Form an und daraus entsteht jetzt dieses Konstrukt, was jetzt auch Egregor genannt wird. Ich bemühe mich jetzt, das Ganze etwas einfacher darzustellen, damit der Einzelne, der jetzt zuhört, nicht jetzt, wenn er das erste Mal mit dem Thema konfrontiert ist und das erste Mal das hört, dass er nicht gleich sehr stark überfordert wird. Ja? Das heißt, ich versuche es einfach nochmal. So. Also wir Menschen produzieren Energie. Wenn wir jetzt einen Gedanken hatten, sei es jetzt ein Gedanken der Freude, sei es jetzt ein Gedanke des Wutes, sei es jetzt ein Fachgedanke, egal wie, ja, dann zu jedem Gedanke kommt immer irgendeine Emotion dazu.
Emotion ist jetzt nur bloß ein Ausdruck für ein Gefühlscocktail, also sprich ein Vibrationscocktail. Und dieser Vibrationscocktail, den wir produzieren, Schwingungen, das ist jetzt Energie, die unser Körper produziert hat und weiterhin ausstrahlt. Und das, was dann von uns weiter ausgestrahlt wird, das nimmt also eine gewisse Frequenz an, eine gewisse Schwingung an. Ja? So, und das geht ja von uns dann weiter nach außen und geht irgendwo hin. Ne? Und aus der Schulbank, also von der Schule aus, wissen wir, Energie verschwindet nicht. Also tut sich diese Energie irgendwo in irgendeine andere Form umwandeln, transformieren, sammeln, konservieren, wie auch immer. Das ist jetzt nur bloß vereinfachtes Modell, ja, damit wir jetzt ein bisschen Verständnis dafür haben. So, und wenn wir uns vorstellen, dass das jetzt so wie Rauch sich auflöst und nicht mehr da ist, dann ist es hier gerade nicht so. Also es löst sich nicht wie ein Rauch auf und ist dann ganz weg, sondern es tut sich irgendwo so zusammenziehen, sage ich mal, wie die Wolken sich bilden, ja, so wie die Wolken sich bilden und zusammenziehen und zusammenziehen, zusammenziehen und irgendwann schlussendlich dort so also Masse zunehmen, so entstehen jetzt auch diese Konstrukte da. Nur, wie gesagt, also bitte nicht gleich also mit den Wolken jetzt hängen bleiben. Es ist nur bloß so ein Hilfsmittel, dass ich jetzt das bildlich transportieren kann. So. In dem Moment, wo jetzt diese Energie jetzt dort sich sammelt und konserviert, sammelt sie sich jetzt nach einer gewissen Kriterien, ja, das heißt nach gewissen Prinzip. Und dieses Prinzip ist die Schwingung. So, und die Schwingung wird erzeugt durch letztendlich den Ton, also sprich, den Ton erzeugen wir durch das Wort. Also bedeutet, dass es dort ein Wortbild gibt, also kann man sagen Wortbild, und um dieses Wortbild, weil wir denken ja alle in Bildern, entsteht jetzt also ein Symbol oder ein Logo oder sagen wir eine Idee, ja, eine zentrale Idee, die schlussendlich jetzt wird alles Kernstück dieses Konstruktes ist. Und die ganze Energie sammelt sich um dieses Kernstück drumherum. Ja? So, das heißt, dieses Kernstück, das Symbol, das Bild, hält also im Endeffekt also die Energie um sich drumherum. Ne? So grob, aber wie gesagt, das sind jetzt grobe Modelle, nur damit wir so gewissermaßen eine Vorstellung bekommen. Ja, schlussendlich tatsächlich, es ist ein komplexes Thema, ein komplexes Gebilde, ein komplexes Konstrukt, aber so einfach, damit jeder ein bisschen was damit anfangen kann. So, und ich habe vorher angefangen von deinem eigenen persönlichen Egregor. Das heißt, dein eigener persönlicher Egregor hat angefangen zu existieren, noch bevor du diese Welt betreten hast, sogar noch bevor du angefangen, wo du noch gezeugt wurdest. Das heißt, nur wo die Idee entstanden ist, dich zu bekommen, schlussendlich, so könnte man sagen, ja, beginnt jetzt schon der erste Grundstein sozusagen dort in dieses Konstrukt hineinfallen und das fängt an, sich zu entwickeln. Und so im Zuge dessen, wie mehr es konkreter wird, desto mehr wird das Bild konkreter, desto mehr Energie sammelt sich drumherum. Und jetzt hat im Zuge deines Lebens jeder Mensch, der dich gesehen hat, jeder Mensch, der dich kennt, ein Bild von dir trägt, von Kindheit an bis heute, ja, in der Summe, ja, jedes Mal, wenn er an dich gedacht hat, dich gesehen hat und so weiter, hat er durch dein Bild, du als Bild, abgespiegelt in seinem Gehirn, ja, ergibst jetzt die Adresse, wo die Energie der anderen sozusagen jetzt in diesem Augenblick hineinfließt. So, das in der Fachsprache heißt Archetyp. So, also es gibt ein Archetyp, ja, also Kern, um den jetzt sich dieses ganze Thema kumuliert. So, und diese Strukturen existieren so lange, wie es die Menschheit gibt. Also das ist weder gut noch schlecht, noch böse, noch gute. Das ist so, wie es ist. Also es ist gleich von vorne weg. Also wir müssen langsam an gewisse Dinge erwachsen rangehen und aufhören, also hier gleich also in diesen, sagen wir, nur sagen wir, wie soll ich sagen,
richtig das formulieren, ja. Also wir sollen aufhören, das jetzt immer nur in richtig und falsch einzuordnen, in ja und nein. Sondern wir müssen unseren Blickwinkel, wir müssen unser Bewusstsein erweitern, wir müssen es mehr erfassen. Nicht nur ja, nein, nicht nur in dieser schmalen Schublade zu leben, sondern muss man es breiter betrachten. Da gibt es mehr wie nur bloß gut und schlecht und ja oder nein. Ja, gibt es noch viele weitere Aspekte, Seiten. Ja, so. Und so ist das Konstrukt so letztendlich da, wie die Menschheit auch. Und Energie verschwindet nicht, also alles gut. Jetzt ist die Energie, die durch dich geflossen ist oder durch viele andere Menschen, in irgendwelchen solchen Konstrukten kumuliert. In irgendwelchen Konstrukten ist diese Energie nochmal fest, wird festgehalten. Und irgendwann im Zuge der Menschheit, und du weißt ja gerade das letzte Jahrhundert, da haben diese Großmächten hier die ja sagen wir den meisten sogenannten Kalten Krieg geführt. Da ging es ja eigentlich um die Bewusstseinskontrolle, da ging es jetzt gerade um diese Mechanismen des Bewusstseins. Und ja, die haben dort also mächtig rumgeforscht und natürlich haben sie also dieses Konstrukt auch studiert. Deswegen, und abgesehen davon, also wenn ich jetzt gerade durch die Recherche, wo ich jetzt festgestellt habe, aus dem Hebräischen weiter runter, ja, ja, steht da drin, das sind irgendwelche Engelgestalten, irgendwelche Wächter sind, irgendwelche manipulative Dinge sind und so weiter, kann ich einfach sagen, die Konstrukte, wenn man sie weiß, wie man sie nutzt und wenn man sie weiß, wie man sie steuert und wenn man sie weiß, wie sie funktionieren, damit lässt sich einiges bewegen. Ja, lässt sich einiges bewegen. Das heißt, einer kann dann Massen bewegen. Was wir ja schon geschichtlich sehr häufig auch mal mit erlebt haben. Und natürlich ist das Wissen sehr, sehr begehrt und man hat versucht, das Wissen drumherum immer also mit sehr vielen mystischen Schleier bedecken und so ganz. Wenn du was ganz versteckst, dann ist es immer gefährlich, danach wird sehr stark gesucht. Also muss man es offenlegen, aber so offen machen, dass es wieder keiner versteht oder keiner haben will. Das ist das beste Versteck. Das heißt, wenn du es jetzt so offensichtlich machst, aber uninteressant machst, kompliziert machst, nicht nachvollziehbar machst, dann geht jeder an dem vorbei und dann hat er kein Interesse daran. So, das ist das Thema Egregor. Ja, so. Und durch diese egregialen Strukturen wird im Prinzip alles gesteuert. Die ganze Politik, die ganze Religionen, die ganze Kultur, alles wird danach gesteuert. Auch du selber, jeder Einzelne, ja, arbeitest auch bewusst oder unbewusst auch mit diesen Mechanismen. Ja, das heißt, du bist entweder Vertreter so einer Struktur oder du wirst durch so eine Struktur dementsprechend gerade beeinflusst. So. Es lässt sich nicht vermeiden, sage ich gleich von vornherein. Es ist alles gut, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Ja, als Kind werden von uns Streichhölzer versteckt, weil sie gefährlich sind. Wir können einen Brand anzünden. Irgendwann wachsen wir ran, lernen dann mit dem Feuer umgehen und als Erwachsene wissen wir ganz genau, was Streichhölzer sind und wie man sie richtig benutzt und alles ist gut. Und so ist es auch hier. Genau dieselbe Geschichte. Ja, es ist langsam Zeit, dass wir diese ganze Mechanismen verstehen. Natürlich muss man zuerst mal verstehen, wie man selber funktioniert, wie das eigene Bewusstsein und Unterbewusstsein funktioniert, darüber hinaus dann, wie diese kollektive Maschinen arbeiten. Ja? So, nur derzeit, dadurch, dass wir durch die ganze Informationsflut von allen Seiten bombardiert werden und überall sozusagen erreichbar sind, ja, wir sind jetzt inzwischen informativ 24 Stunden erreichbar, egal wo du an welcher Ecke du bist. Weil du hast immer irgendeine Informationsquelle bei dir neben dran. Und selbst wenn du dann alles abgeschirmt hast, dann wird irgendwann doch nachts geläutet und dann hörst du also den Leutsturm, also wirst auch dadurch erreicht. Das heißt, du wirst immer irgendwie an irgendein Konstrukt erinnert, ja, bewusst oder unbewusst, und dementsprechend in dem Augenblick also entsteht wieder ein Kontakt zu diesem Konstrukt. So, das ist das, wie wir von außen sehr stark beeinflusst werden. Und diese Beeinflussung ist so organisiert, dass
du selber jetzt zwischen deinem Gedanken und dem Gedanke, der jetzt durch dieses Konstrukt gekommen ist, nicht unterscheiden kannst. Du kannst nicht unterscheiden, ist es jetzt meiner, es ist aus mir heraus entstandener Gedanke, oder ist es der Gedanke, der jetzt durch dieses Konstrukt gekommen ist. Ja, nur einfaches Beispiel, 2 mal 2 ist 4, ja, sagst du, ja gut, das weiß ich doch, ja, die Frage ist, woher? Wie bist du an dieses Wissen gekommen? So, irgendwann, irgendjemand hat dir gesagt, dass das so ist, ja, so, und so, alles das, was du heute Wissen in dir drin trägst, ja, ist auf diese Art und Weise in dein inneren Informatorium reingekommen, mit dem du heute operierst, handelst und machst. So, dann der Cocktail, deine ganze Biochemie, Cocktail, dazu noch diese ganze Hormonen, die jetzt aus dem, sage ich mal, tierischen Teil unseres Seins kommt, ja, ergibt natürlich jetzt ein super Sammelsurium-Paket. So, nur wir behaupten ja alle, dass wir ja ich sind, eigenständig sind, erwachsen sind, ermächtig sind, also unsere eigenen Gedanken haben, wir denken, wir überlegen, nur seit selber das Wort sagt, überlegen, das heißt, wir legen das aus einem in die andere Ecke etwas über, ja, und so weiter. So, und dann passiert jetzt Folgendes. Warum sind wir jetzt ja, nicht so glücklich? Warum können die wenigen, ganz wenigen Menschen dieser Erde, ja, das ganze Reichtum besitzen und der Rest der Welt hat nichts oder ganz wenig oder kämpft um Existenzminimum und so weiter? Wie passiert das? Wie passiert das? So, und das noch obendrauf, wenn man es genau schaut, also machen die meisten Menschen freiwillig. Sagt, ja, ich bin ja nicht freiwillig, ich mache es doch nicht freiwillig. Oh doch, das machst du freiwillig. Weil du tust freiwillig aus deinem eigenen freien Wille deine Aufmerksamkeit auf das Thema fließen lassen, Mangel, zu wenig Geld, ja, zu wenig Beachtung, zu wenig geliebt gewesen, ja, und so weiter und so weiter. Also kann ich jetzt hier eine ganz große Palette jetzt durchzählen. So. Und diese ganze, jedes Mal, wenn wir jetzt mit der Aufmerksamkeit irgendeinen Knopf berühren, irgendeine Tür betreten, dann automatisch kommt aus dieser Tür, also das, was hinter dieser Tür ist. Ja? So, dort, wo die Aufmerksamkeit, dort ist deine Energie, und wenn du deine Energie dort hineinbringst, dann irgendwann fließt von dort auch wieder was zurück. So, und dadurch entsteht ein Kontakt, der dann schlussendlich also uns jetzt hier verändert, bewegt und so weiter. Ne? So, willkommen in der Wirklichkeit, egregiale Strukturen, egregiale Welt, in der wir leben, und diese egregiale Welt wird jetzt Vollgas benutzt. Also man hat gelernt, wie man diese freie Energie, die wir jetzt sozusagen weiter fließen lassen, wie man diese freie Energie dann ordentlich organisiert, wie man sie strukturiert und wie man sie dann doch sogar noch also nutzt, um dann die Ideen durchzusetzen. Ne? So. Das ist die Grego, das ist die Wirklichkeit, das ist die Welt, in der wir jetzt gerade derzeit leben. Nur so ungefähr. Ja. So, ich denke, ich habe jetzt so ein kurzes Bild geliefert, und jetzt können wir mit diesem Bild ja schon mal jetzt, sage ich mal, einzelne Passagen anschauen. Ja. Und, Victor? Da war vorhin schon eine Frage, wollen wir schon eine Zwischenfrage zulassen oder noch nicht? Ja, gerne. Ich habe ja jetzt, sagen wir mal, so ein gewisses Bild jetzt kreiert, ja, so von diesem Modell. Und ja, jetzt können wir dann, wie gesagt, also in diese einzelnen Passagen hineingehen. Ja, dann möchte ich mal den Marc begrüßen. Ist denn noch wer hier noch? Jetzt ist gerade Fragerunde. Jenne, dann der Roman und auch die Magda ist noch bei uns. Seid ihr am Mikrofon? Mal kurze Frage flackern. Der Marc möchte was sagen. Okay, dann gebe ich dem Marc mal das Mikrofon. Guten Abend. Ja, guten Abend. Gibt es für Egrego noch ein anderes deutsches Wort?
Also es gibt so einen Begriff wie morphogenetisches Feld. Ja, so was mir jetzt bekannt ist, obwohl das morphogenetische Feld ist jetzt schon ein bisschen größerer, dehnbarer Begriff. Ich würde sagen, das ist jetzt der Überbegriff, also was jetzt den Egregor angeht. So direktes Wort in Deutsch, wo ich jetzt verwenden kann, nee, kenne ich nicht. Danke. Ja, gibt es weitere Fragen, Anregungen? Okay. Ja, Viktor, du hast die Sprache vorhin angesagt, Kapitalismus, Kapitalmus. Ne? Das sind alles Wörter, der Joe Kreisel hat sich schon sehr damit auseinandergesetzt, weil du gesagt hast, dass, ob er jetzt weiß, dass das 260, 70 Wörter insgesamt mit Muss war, das wusste ich nicht. Wollte ich aber nochmal mit einbringen. Ja, die Sprache verrät doch so einiges. Dankeschön, führ einfach fort. Ja, weil dieses Ist muss, ja, also das ist ja ein Ist muss. Das heißt, hier sagt ja schon dieses Konstrukt von vornherein, wenn wir es genau schauen, wo wachsen die Füße hier aus diesen ganzen Ismus-Geschichten, dann stellen wir rasch fest, dass das alles im 19. Jahrhundert irgendwann so dort entstanden ist. Also nur und vollendet haben diese Ismus-Werke in seinen Werken der Karl Marx und Friedrich Engels, ja, so, und denen sind wir schlussendlich so richtig zu verdanken, dass jetzt diese ganze Konstrukte so salonfähig in der Welt integriert wurden. Ne? So, nur will jetzt, wie gesagt, nicht jetzt so sehr in die Politik hineingehen, aber da gibt es jetzt gerade so das aktuelle Wort, was jetzt hier draußen rumgeistert in der Politik. Das heißt Liberalismus, ja, so. Nur wenn jemand, so gehört haben viele dieses Wort Liberalismus, aber was, wenn man es einfach sagt, was heißt das jetzt? Ja, das ist ja wieder so etwas Verpacktes, ne? Da musst du ja wieder zuerst mal entpacken und schauen, was steckt dahinter, ne? Und wenn man jetzt nicht das Lateinische kennt, also das ist letztendlich hier Libera, also wie Libertas, also Freiheit heißt, ja, und dass das also quasi so Freiheitskonstrukt ist, was jetzt politisch da gerade jetzt verfolgt wird und so. Na, und wenn man jetzt wieder den Menschen sagt, willst du frei sein, was sagen wir alle? Ja, natürlich will ich frei sein. Ja, also ist ja mega, also ja, Freiheit ist wichtig. So. Nur wenn man dann wieder ja, hinter die Kulisse schaut, was ist denn die Freiheit tatsächlich, ja, und was entsteht hinter diesen ganzen Vorhängen, ja, was wird dort gemeint, ja? Ja, so ohne herrschende Gewalt von der Regierung, ja, das heißt, jeder hat so seine freie Wahl, freie Meinung, er kann jetzt halt frei entscheiden und so weiter und so weiter. Das ist jetzt alles frei. So. Schaust du jetzt wirklich genau hin? Heißt es jetzt, du bist frei? Oder heißt es jetzt, du kannst nur etwas frei machen? Ja, interessante Frage, gell? Wenn man so formuliert. Bist du tatsächlich frei? Gibt es diese pure, nackte Freiheit? Oder was heißt tatsächlich hinter diesem Begriff frei? Nur wir alle trachten ja kollektiv. Trachten wir nach dem Freisein. So, aber was steht am Ende dann dieser Freiheit, wenn wir jetzt sozusagen im Idealfall werden wir morgen diese Freiheit bekommen? Wie sieht sie aus? Wie ist sie organisiert und was haben wir dann? So, ich habe mir die Frage gestellt. Ich wollte wissen, weil wie gesagt, ich will ja wissen, welches Programm steckt dahinter und was schlussendlich danach, wenn ich das erreicht habe, wenn ich das Ziel realisiert habe, was kommt, was folgt dann in meinem Leben? Ja, und deswegen muss ich also, wie gesagt, immer, also bemühe ich mich immer mit der Mechanik zu beginnen, zu schauen, welche Mechanik steckt dahinter, welche Prozesse lösen sich dann dadurch aus, was entstehen dann für Folgen, welche Algorithmen entfalten sich dann und so weiter und so weiter. Ja, so was schlussendlich bringt es jetzt mich zum
glücklicher sein, zum in Freude kommen, um dann gesunder sein, um dann, ja, weiß ich nicht, alle meine Träume und Wünsche zu realisieren. Oder umgekehrt. Ne? So. Und das sind die interessanten Fragen, die da entstehen. Ne? So. Ja, ich hätte eine Frage. Ja, bitte. Jawohl. Der Liberalismus ist ein Glaube. Ne? Also wie ich empfinde, Gewinne privatisiert, Verluste sozialisiert. Die Eigentümer verstecken sich noch in der Freiheit des Stärkeren. Das Recht des Stärkeren wird hier als Freiheit bezeichnet. Ja, ich sag ja, das wird hier spannend. Also ich habe bloß, ja, weil ich höre sehr, sehr, ich bin ja nicht in der politischen, sag ich mal, Bewegungen drin und so weiter, aber ich höre es jetzt sehr häufig, also aus dieser, ja, da gibt es die Liberalen und die Liberalen das und die Liberale jenes und die sagen das und sie sagen jenes. So, und dann will ich wissen, ja, wollte ich jetzt mal wissen, was steckt denn hinter diesem Wort? Da habe ich angefangen, also diese das Wort und die Wortmechanik dann mal also genau anschauen. Und dann bin ich ja gleich auf die Freiheit gekommen. Und mit dem Thema Freiheit, mit dem Thema beschäftige ich mich schon seit einer Weile. Und also gerade in den Seminaren, wenn wir da so in diese Mechanik der Energieinformationik reingekommen sind, wo wir schon dann, sage ich mal, den Körper sensibilisiert haben und unsere Rezeptoren beginnen an, die Schwingungen von außen wahrzunehmen und wir können jetzt schon gewisse Dinge unterscheiden. Wir können beobachten, was passiert im Äußeren, ja, wenn die Schwingungen auf mich kommen und was passiert bei mir im Inneren, wenn ich jetzt bestimmte Dinge tue, ja, wie verändern sich also die Vibrationen im Körper und meine Laune, mein Gemütszustand etc. So, dann können wir jetzt anfangen, wirklich also bewusst mit dieser Mechanik zu arbeiten. Das heißt, wir tun nicht nur die Wörter sprechen und nicht nur die Wörter vom im Verstand drehen, also ja, sondern dann fangen wir an, also zu schauen, wie diese Wörter jetzt wirklich also auf meinen ganzen Körper, auf meine jede einzelne Zelle dementsprechend einwirken. Und dann sehen wir, also dann können wir jetzt diese Tiefen nur schlussendlich dann mal anfangen auszupacken. Und dann versteht man jetzt, was ich hinter dieser Mechanik meine, ja. So, was ist tatsächlich sowas jetzt wie die Freiheit, ja, und was passiert da, ne? So, was ist damit gemeint? So, aber auch jetzt an dieser Stelle, wenn ich jetzt einfach sage, was ist Freiheit? Freiheit, ja, ich habe jetzt hier einige Dinge sogar jetzt speziell mehr notiert, ne? Also was jetzt in Google drin steht, ja. Also Freiheit ist in der Regel als die mögliche ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auswählen und entscheiden zu können. Ein Zustand der Autonomie eines Subjekts. So, das heißt, schlussendlich heißt es nicht, du bist nachher frei. Nee, du bist nachher nicht frei. Du hast nur bloß keinen Zwang bei der Möglichkeiten zu wählen und zu entscheiden. Das ist alles. Du bist nicht frei. Du hast nur bloß eine freie Möglichkeit. Also das heißt, so, und wenn man dir jetzt zwei Dinge vorlegt, das kleine Übel oder das große Übel, und du kannst zwischen großen und kleinen Übel entscheiden, dann bist du schon frei. Ja, so, nur du hast jetzt, also gerade wenn man da jetzt die Politik nimmt, also ohne jetzt in diese ganze Politikszene überhaupt einzutauchen, was heißt das jetzt hier? Du hast freie Wahl, du hast vier Parteien und aus diesen vier Parteien kannst du wählen. Na, vielleicht gibt es fünf, vielleicht gibt es sechs. Ja? Und aus diesen fünf oder sechs kannst du wählen. Du bist frei, du bist ein freier Wähler. Ja, aber wenn du schaust, was wählst du? Du hast nur bloß fünf Stühle stehen und auf irgendeinem musst du jetzt sitzen. So. Und da sagst du, ja, aber ich will jetzt nicht keine fünf, nur ja, dann bleib stehen. Ja, dann sitz nicht, dann steh. So. Aber bist du dadurch frei? Nee, bist du nicht. Du bist genauso gebunden,
dann weitere Prozesse, an denen du drin bist. Ja, wenn du dich auf einen Stuhl setzt, dann bist du von diesem Stuhl abhängig. Ja, ist er bequem, ist er nicht bequem. Wenn du stehst, bist du auf deine Beine angewiesen, halten sie es aus oder halten sie auch oder werden irgendwann müde und so weiter. Das heißt, also, es gibt immer wieder Folgeprozesse, die wiederum dir wieder, also dich wieder in einen gewissen Zwang, wieder in eine Möglichkeiten in die Auswahl bringen, ja, und so weiter. Und dann bist du autonom als Subjekt. Okay, was heißt autonom als Subjekt? Bist du jetzt mit niemandem mehr verbunden? Ja, bist du jetzt Einzelwesen? Aber schauen wir doch uns mal genau an, als Einzelwesen will ja keiner sein. Also die größte Strafe in der Vergangenheit war, ausgestoßen zu sein, aus der Gemeinschaft verjagt zu werden. Ja, das war die größte Strafe für die Menschen. Ja, auch so, heute, wovon haben wir Angst? Wir leben nicht in glücklichen Beziehungen, aber aus den Beziehungen wollen wir auch nicht raus. Ja, auch wenn sie nicht glücklich sind. Warum? Nicht anerkannt zu werden, davor haben die Menschen Angst. Von der Einsamkeit haben die Menschen Angst. Absolut, absolut. Einsam sein, das ist die, also kann jetzt jeder wieder bei sich selber prüfen. Er kann jetzt ein Szenario entwickeln im Geist. Ja, was passiert mit ihm, wenn er sich jetzt vorstellt, dass alle Menschen sich von ihm, alle um ihn herum, sich einfach jetzt kurz von ihm abwenden und keiner will mit ihm was zu tun haben. Da siehst du, was mit dir passiert. So. Das heißt, du willst doch mit allen zusammen sein, aber wenn du mit einem anderen Menschen zusammen bist, dann bist du schon wieder nicht frei. Ja, weil der Mensch tut jetzt mit seiner Welt auf deine Welt wirken und du mit deiner Welt wirkst auf die Welt des anderen. So, autonom heißt, du bist isoliert. Auf was will ich damit jetzt hinweisen? Ich will jetzt damit hinweisen, dass wir eine Karotte gekauft haben, streben alle diese Autonomie, diese Freiheit. Und was haben wir jetzt heute als Resultat? Vor nicht so lange her haben die Menschen zusammen eine Familie gegründet. Also Mann und Frau sind zusammen und haben eine Familie gegründet. Also eine Ehe, also ein Ehebund sind sie eingegangen. Ja? Warum haben sie das gemacht? Hat jemand eine Idee, wozu sie das gemacht haben? Ja, es gibt viele Aussagen, eine geordnete Planung der Familie, Nachkommen. Ne? Man hat ja was getan, man hat was geerbt und so ist das in der Norm unseres Lebensflusses. Eine Familie gründet man, um stolz zu sein, seine Gene weiterzugeben, seine Kinder zu sehen, sich fortzupflanzen, kann man jetzt auch eins weitergehen. Auch Spaß zu haben in der Liebe ist natürlich nicht das Hauptthema, weil wenn man Kinder bekommt, ist das ein Leben. Ja, so sehe ich das. Nur wenn man es jetzt vereinfacht sagt, wir suchen den anderen und möchten mit dem anderen zusammen sein, ja, damit, weil es zusammen sich vieles einfacher machen lässt. Ja, gerade weil man nicht einsam ist, weil man miteinander was teilen kann, ja, so, und wir sind ein Teil von etwas, ne, so, wir wollen ja immer Teil von etwas sein, so, und tatsächlich, wenn man jetzt die Biochemie anschaut, in dem Moment, wo wir jetzt halt ins Ganze kommen, zum Ganzen kommen, also wir Teile zusammenfügen und diese Teile zu einem Ganzen sich zusammenfügen, entsteht jetzt in uns eine Produktion von Endorphinen und Glückshormonen. Das ist das ja, was wir glücklich sagen, dann ich bin jetzt glücklich. Das ist genau der Augenblick, wo diese Teile sich so zusammengefügt haben und jetzt ist das Ganze entstanden. Ja, so, und dieses ganze Gefühl, also hurra, ich habe jetzt gerade das erreicht, ja, erzeugt jetzt in mir diese Ausschüttung von diesen Glückshormonen und wir fühlen uns glücklich und so weiter. Ne? So. Und jetzt schauen wir, jetzt gerade, also kommen wir zurück zu dem Thema Egregoren, ja, und wie sie jetzt diese Egregoren
unser Leben beeinflussen, ja, was, wie jetzt so eine kollektive Meinung entsteht. Also, ja, jetzt haben wir ein Beispiel jetzt zum Beispiel mit der Freiheit. Diese Freiheit führt uns jetzt dazu, dass wir autonom sind. Jetzt sind wir einzelne Wesen, also wir haben jetzt gerade in Europa, also zunehmende Single-Entwicklung, ja, so. Und dieses Single-Sein führt dazu, dass der Mensch in diesen ganzen Zustand, diesen Zustand des Glücklichseins, also dass er ein Teil von etwas ist, ja, sehr selten erfährt. Das heißt, er ist selten glücklich. In den meisten Fällen ist er meist die Zeit unglücklich, unzufrieden. So. Auf der hormonalen Ebene werden jetzt in ihm jetzt Negativhormonen, also Stresshormonen produziert, Cortisol, Neuroadrenalin, Adrenalin, der jetzt seine ganzen biochemischen Prozesse erschwert und letztendlich seinen Körper kaputt macht. So, dadurch boomt jetzt die ganze Pharmaindustrie, verdient damit riesig Geld. Ja, so, wenn der Mensch, also gerade besonders ist es der weibliche Anteil der Gesellschaft, wenn sie unzufrieden ist, also weiß man, also geht sie shoppen, und wenn sie shoppen geht, dann tut sie dann also diese Unzufriedenheit tilgen. Ja, also das heißt, Konsum boomt. Ja. Da hat man einfach festgestellt, wenn jetzt er und sie zusammenkommen, das hat man so in den 50er die Studien gemacht, und hat festgestellt, wenn er und sie zusammenkommen und die ein zusammen glückliches, dieses harmonische Leben führen, dann sind sie sehr schlechte Konsumenten. Sehr, sehr schlechte Konsumenten. Sie kaufen wenig, weil sie hier einfach mit dem, was sie haben, glücklich sind. Ja, weil sie haben höhere, also andere Bedürfnisse. Ja, und diese Bedürfnisse befriedigen sie mit anderen, mit anderen Prozessen. Dann natürlich, also dieses Kapitalsystem, von dem wir Ismus kommen jetzt, ja, diese ganze Ismus-Maschinen, die können mit dem glücklichen Menschen nichts anfangen. Also nochmal, ich wiederhole, 800, also 800, 8 steht da vorne, 47 Wörter beinhalten dementsprechend Ismus, ja? So, also gibt schon einige Konstrukte jetzt gerade, die jetzt um uns herum existieren. So, und alle diese Konstrukte kannst du mal recherchieren, ja? Ich habe jetzt, also es gibt kein Glücksmus. Ja, also das habe ich nicht gefunden. Also ich habe keinen Glücksmus gefunden. Ja, also alles, also aus der negativen Ecke, also aus zerstörerischen, negativen, destruktiven Ecke, ist alles im Ismus vorhanden. Aber jetzt hat etwas aus der positiven Ecke, Zufriedensmus, ja, zum Beispiel, gibt es nicht. Also Glücksmus gibt es nicht. Ja, so, also das existiert dort nicht. Ja, also das war schon so verdächtig. Ja, so. Warum sind destruktive Konstrukte als Glaubensmuster, als Gemeinschaftsmuster implantiert, verankert? Aber konstruktive Dinge nicht, also die tut man nicht in den Ismus reinpacken, ja, die tut man umgehen und so weiter. Also so, und jetzt, dass ich jetzt also alle Punkte so abarbeite, die kollektive Meinung, ja, so, wie entsteht diese kollektive Meinung, ja, so, wie wird sie gebildet, ne? Und dann, da muss ich gleich die nächste Frage, die ich jetzt formuliert habe, was ist normal, ja, was ist normal, so, und die kollektive Meinung wird so gebildet, also da man weiß jetzt, wie diese egregiale Strukturen funktionieren, ja, dann muss man zunächst mal in das Kollektive, also du willst jetzt, dass die Gruppe in andere Richtung marschiert, wie sie jetzt bis jetzt ausgerichtet ist. Was muss man da machen? Da muss man, wenn du jetzt etwas, ein bisschen was bringst, also eine leichte Korrektur, dann reagiert keiner drauf, der sagt, also wir marschieren weiter in diese Richtung. Ja, so. Wie dreht das System die Menschen aus der einen Richtung in die andere? Die tun dann etwas reinbringen, was total Undenkbares ist. Also bis hin sowas undenkbar, dass es sogar aus der Ecke Tabu ist. Ja,
nur wie zum Beispiel jetzt Kinderopfergabe. Es ist ein Tabuthema, ja, so. Und jemand bringt jetzt rein, da gibt's da draußen irgendwelche Menschen, die jetzt, ich nenne jetzt Beispiel, also ich bringe jetzt, ich muss ja irgendein ein Modell kreieren, ja, so, die jetzt sowas jetzt in die Szene setzen. Und das wird jetzt als Empörung aufgenommen von allen, die letztendlich jetzt, sag ich mal, in die andere Richtung unterwegs sind, ja, so. Und schon ist der erste Schritt getan. Der erste Schritt ist getan, weil was ist ja in diesem Moment passiert? Welche Mechanik ist jetzt entstanden? Die Aufmerksamkeit aus der gewünschten Richtung, in der jetzt alle laufen, wird jetzt automatisch bumm und in die andere Richtung gedreht. So, es ist wirklich undenkbar. Es ist ein Tabu. Es ist sowas von absurd, ja, gegen die Moral, gegen die Norm, gegen alles. Nur, es hat jetzt Aufmerksamkeit bekommen. Und schon ist eine Portion der Energie von den Menschen in diesen Topf blub, geflossen. Und schon gibt's dort also, gibt es ein Muster, und in diesem Muster ist jetzt schon Sprit entstanden, dass dieses Gedankenmuster, also dieses Bildmuster, schon jetzt also Futter bekommen hat, dass es jetzt wachsen kann. So, dann gibt es die zweite Phase. Die zweite Phase wird jetzt in dieser Meinung, entsteht jetzt zu diesem Thema, dass es radikal ist. Dass es radikal ist, das ist extrem, das ist empört, das, so, das darf man nie zulassen, wir müssen was dagegen tun, weil stellen Sie sich vor, wenn das morgen wirklich da ist und so weiter und so weiter, weil das stört ja jetzt derzeit existierende Normen und Werte. So. Und was machen jetzt wieder einige und die anderen sagen, ja, stimmt, wir müssen jetzt darüber uns Gedanken machen, wir müssen jetzt da das etwas unternehmen, weil das könnte ja jetzt, also, ja, stellen Sie vor, das kommt irgendwann in Ihr Haus und das wird ja dann in Ihrem Haus sein und so weiter. Wollen Sie das? Naja, wir wollen nicht, ja? So. Nun, nehmen wir mal ein einfaches, leichteres Beispiel, ja? So, vor, nicht so lange her, ja, hat man gesagt, Überwachungskamera im Schlafzimmer. So, was haben die Menschen gesagt? Ah, unmöglich, Eingriff in die Privatsphäre, undenkbar, Tabu, das ist ja Privatsphäre, das darf nicht passieren und so weiter. Ne? So, was haben wir heute? So, heute haben wir eine Totalüberwachung. Total, und die ist jetzt zur Norm geworden. Wir haben sogar dafür Politiker gewählt, die jetzt diese Gesetze verabschiedet haben und das in unser Leben integriert haben. Mega, gell? So, so entsteht es, ja. So, das heißt, jemand kennt diesen Algorithmus. Jemand weiß, wie man solche Prozesse initialisiert, wie man diese Prozesse dreht, wie man diese Prozesse organisiert. So. Und dahinter steht ein herrschendes System, das derzeit ihre Herrschaft aufrechterhalten will. Ja, so. Und das ist alles. Und da muss man sagen, nichts Persönliches, ja, das ist also so nach dem Motto, so wie wir jetzt, sag ich mal, für die Schäfchen Zäune bauen, damit die Schäfchen jetzt nicht jetzt da weiß ich nicht, auf wenn das Feld jetzt neben der schnellfahrenden Straße ist, dass die Schäfchen jetzt nicht so auf die Autobahn rennen und überfahren werden, müssen wir jetzt davor einen Elektrozaun bauen, dass die dementsprechend jetzt eingegrenzt werden, ja, oder da vorne ist ein Abgrund, dass sie jetzt nicht runterfallen und dementsprechend verletzt werden, etc. So, im ersten Moment ist ja auch nichts Schlimmes, ja, dass wir jetzt solche Zäune bekommen haben, ja. So, und wir werden jetzt auch von allen verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen, Gesetzen gesteuert und geregelt, damit wir ja als Volk, Gemeinschaft existieren können. Nur dummerweise also kommen jeden Tag mehr Regeln raus, als es tatsächlich eine Notwendigkeit gibt, aber das ist so nebenbei, das ist ja nicht Problem. Also lieber machen wir 10 Regeln mehr, wie wenn wir eine vergessen. Nun, kann man auch verstehen, ja? So. Und so produzieren wir Regeln. Die Regeln produzieren, wissen heute selber nicht, wie viele Regeln sie haben. Und so weiter. Also ein anderes Thema, ja? So. Diese Algorithmen, von denen ich jetzt reingeschrieben habe, diese Algorithmen, die werden jetzt genannt, das Overton-Fenster. So, wer jetzt dann recherchieren will, der kann jetzt also diesen Algorithmus finden unter dem Begriff
Overton-Fenster, weil es gab mal so ein Overton, der hat also diese Algorithmen dementsprechend aus diesen ganzen Prozessen ermittelt und hat sie dann also reingeschrieben. Das heißt nicht, dass er jetzt wieder der Bösewicht ist, weil er jetzt die Algorithmen ja sozusagen gepreist hat und sie jetzt offengelegt hat. Nein, diese Algorithmen sind auch schon in dem Buch der Bücher beschrieben. Die sind überall zu finden und die sind unterschiedlich verpackt. Aber der Mechanismus ist immer dasselbe. So. Und steuern lässt sich dieser Algorithmus und diese ganze Prozesse dadurch, dass wir diese egregiale Strukturen haben. Und diese egregiale Strukturen, da wir jetzt mit ihnen so verbunden sind, wie wir jetzt mit unserem Zeigefinger verbunden sind und mit unserer rechten Hand verbunden sind, wir können jetzt nicht uns davon raustrennen, rausnehmen. Das ist normal. Wir leben in diesem Konstrukt drin. So, die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist gekommen, dass wir jetzt aus der Zeit, wo von uns die Streichhölzer versteckt waren, ja, weil wir klein waren und wussten nicht, wie man damit umgeht, ist die Zeit gekommen, dass wir jetzt erwachsen werden, dass wir jetzt lernen, diese ganze Prozesse bewusst wahrzunehmen, bewusst zu verstehen und dementsprechend lernen damit den Umgang, ja, wissen, wie man richtig sich selber benutzt und wie benutzt man jetzt dieses Kollektiv. Und dann ist man nicht wild dem ganzen Verfall. So, weiß nicht, Klaus, ob man vielleicht jetzt mal eine kurze Pause einlegen. Ja, das wäre doch ganz gut. Musiktechnisch würde ich doch sagen, spielen wir doch einfach ab die Musik. Du kannst ja nachher was zu der Musik sagen. Und es ist, und ich spiele einfach mal ab. Und ja, ich sage immer, die Menschen sind auf jeden Fall Weltmeister im Bewerten, Verurteilen. Und das ist ja Energie, die macht zu. Und das ist ein Teilaspekt von dem, was du heute schon gesagt hast. Und die Norm, ja, was ist die Norm? Die Norm ist, wie wir die Energien entweder verstehen, annehmen. Und Energie ist ja neutral. So, jetzt bin ich erstmal leise, bevor ich hier alles zerrede. Victor, Musik ab, bis gleich. Ja, und da sind wir wieder zurück hier auf OK Talk. Ja, wenn ihr Fragen habt, liebe Zuhörer, einfach in den Warteraum reinkommen. Wir freuen uns auf euch. Ihr habt jetzt viel gehört von Victor Heidinger von der GWL Akademie. Victor, ja, ich habe ja gesagt, die Norm hast du ja auch angesprochen. Wann wird was zur Norm? Das ist ja die Frage. Indem wir die Bestätigung geben, wie du die Wahl angesprochen hast. Wir sind ja Wellen gegangen, dann ist das die Norm. Die Überwachung, das Schlafzimmer oder Sonstiges. Und ich sag ja vor der Musikpause, wir sind Weltmeister in Bewerten und Urteilen unheimlich schnell. Und das heißt ja, der Finger wird rausgegeben, eine Energie wird gegeben und das ist so. Und damit macht man ja auch was wieder zu. Die Bewegungsfreiheit ist dadurch wenig gegeben. Ich weiß nicht, ob du da was mit anfangen kannst. Ich gebe dir das Wort mal einfach. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Naja, wenn man jetzt also gerade den Begriff Norm nimmt, einfach gesagt, die Norm, das ist das, was jetzt die Mehrheit als normal empfunden hat oder für normal jetzt annimmt. Ja? Das heißt, also 10 Menschen sind im Raum, wird jetzt eine neue Meinung reingebracht. Sage mal, einer ist gegen dieses, der andere ist jetzt beim Enthalten, der sagt jetzt gar nicht, ne? Und die andere 8 entscheidet, sagen, okay, also das, was jetzt da vorgebracht wurde, das lassen wir jetzt gelten. So. Und das ist die Norm. Ja, so. Und dafür ist also das wunderbare Konstrukt geschaffen worden. Ja, das ist ja die Demokratie. Ne? Also das heißt, also hier wird dann so lange diskutiert, bis letztendlich also diese gewisse Größe erreicht wird. Ja? So, und da gibt es ja immer Einzelne, die sind dann nicht damit einfach, aber die sagt nur, ja, das sind ja gerade die Nicht-Normalen. Ja? So, und das war's dann. Ne? Und jeder, von Kindheit an, wenn man dann das Kind einführt in dieses Normal und Nicht-Normal, und dann guckt man, das sind die Normale und das sind die Nicht-Normale, das sind die Außenseite, das ist die Minderheit, das sind die Asoziale und so weiter und so weiter. Wie willst du sein? Ja, ich will ja normal sein. Also, dann schon ist alles gegeben.
gegeben. Ne? Die Grundvoraussetzungen sind geschaffen. Ne? So. Nun, und jetzt kommen wir noch zu den egregialen Strukturen dazu. So, wie diese Norm jetzt halt noch viel einfacher gebildet werden. Ne? Also das heißt, einfach gesagt, wenn jetzt zwei Menschen zusammenkommen, das heißt, um ein Egregor zu erschaffen, genügen schon zwei. So, zwei kommen zusammen, sind sich über etwas zusammen einig, also es muss jetzt, also banal gesagt, ein Witz, erzählen sich gegenseitig einen Witz, fangen an zu lachen, haben dieselbe Gedanken, dieselbe Emotionen. Schon ist jetzt also dieser Kern, dieser Archetyp, also das ist der Witz, also jetzt hier schon sich entfaltet. So, dann kommt der dritte dazu, der wird von diesen zwei dann animiert, der dann fängt an auch das zu als lustig zu finden und so weiter. Ne? So, und jetzt lachen sie zu dritt. So, dementsprechend tun sie laut des Gesetzes der Resonanz, also ihre Laune, ihre Emotionen verstärken und schon drei tragen jetzt das Bild von diesem Witz. Kommt jetzt der vierte, der fünfte dazu, der sechste, der siebte, na, und schon haben wir ein sehr starkes Resonanzfeld. Ja? So, und dann, wenn jetzt einer dazukommt und der findet es jetzt nicht witzig, ja, so, was passiert jetzt mit ihm? Jetzt sind diese sieben normal und der eine, der jetzt nicht das als witzig empfindet, ist ja jetzt schon nicht normal. So, und dann entsteht jetzt eine Gruppendynamik, da gibt es jetzt die Gruppe und da gibt es jetzt den Einzelnen. So, und ich denke, dass jeder schon irgendwo also die Erfahrung gemacht hat, er und die Gruppe, ne? So, und dann so weiß er dann, wie man sich dabei fühlt, wenn jetzt die Gruppe schlussendlich jetzt gegen dich jetzt ziehen sogar noch, ja, oder verletzend dir gegenüber dich auslachen oder wie auch immer, ja, wie fühlt man sich da, ne? So jetzt, das ist also ein einfaches Beispiel, wie so eine egregiale Struktur entsteht. Natürlich, diese Struktur, von der ich jetzt beschrieben habe, dieser Witz und das, wo die Menschen sich versammelt haben, dadurch, dass das jetzt nicht ständig aufrechterhalten wird, ja, verflüchtigt sich jetzt wieder dieses Konstrukt. Also kriegt jetzt nicht unbedingt, jetzt sage ich mal, mega Leben, ja. So, abgesehen davon wissen wir, dass einige Witze doch ihr Leben bekommen haben, ja, und einige Witze werden dann in Generationen weiter, immer weiter erzählt. Also da können wir schon davon ausgehen, dass das jetzt schon so eine Struktur ist. Nur diese Struktur jetzt, dieser Egregor, ja, also dieser Egregor, der hinter diesem Witz ist, der ist jetzt im Prinzip jetzt harmlos, ja. Nur haben wir ein bisschen gelacht, haben wir ein bisschen Energie in ihn wieder reingegeben, der trägt jetzt wieder diese Vibration weiter, dass dann wieder andere lachen können und wieder ein bisschen Freude bekommen. Alles gut. Nur genau dasselbe Konstrukt also wirkt ja jetzt halt auch, kann man jetzt in alle Richtungen einsetzen. Dann kann man das noch verstärken, dann kann man das noch speziell jetzt, wie ich vorher gesagt habe, also durch bestimmte Meinungsmechanismen, durch die Provokation, durch die extreme Aufpuschung, ja, noch in die Medien reinbringen, etc., etc., damit jetzt halt der Egrego, also dieses kleine Konstrukt, das jetzt die sieben erschaffen haben oder die zwei sogar erschaffen haben, ja, dementsprechend jetzt aufpushen, muss man nur bloß jetzt ordentlich das mit Energie aufladen. Ne? So, und gerade aus dem Showbusiness, ja, wissen wir, also ein paar so ja, Promis, die sagen immer, lieber schlechte Werbung wie gar keine Werbung. Um was geht's da? Ja, da geht es genau um Aufladen des Egregos, ja, weil was ist für den Egrego oder was ist denn für dieses Konstrukt das Schlimmste, wenn er kein Futter bekommt. Und wann kriegt er kein Futter? In dem Moment, wo die Aufmerksamkeit nicht hinschaut, ja, wenn die Aufmerksamkeit nicht hingerichtet wird. So, das heißt, also um Futter zu bekommen, muss die Aufmerksamkeit, egal jetzt auf welche Art und Weise, provoziert, erregt, geleitet werden, damit jetzt die Aufmerksamkeit der anderen auf dieses Thema gelenkt wird. So, und dadurch lebt Egregor. Ja? So, und das ist der Grund, warum wir jetzt also, mehr Bewusstsein brauchen, um zu verstehen, ja, dass wir, wenn wir jetzt wie mehr wir Dinge, die wir nicht wollen, sozusagen dagegen sind, ja, gegen diese Dinge, je mehr wir dagegen sind, desto mehr
Energie fließt in diese Konstrukte, in diese Maschinen hinein, desto stärker werden diese Maschinen. Also das heißt, wir tun sie mit unserem Dagegensein, tun wir diese Maschinen gerade jetzt so richtig mächtig machen. Ja? So. Das ist das. Das ist jetzt, sage ich mal, das, das, was man wissen muss. Gleich, Marc und Jenne, noch ein bisschen Geduld. Lass noch einen Viktor bitte ausreden, ausführen und dann seid ihr dran. Viktor? Ja, ja, bin da, ja. Wenn wir jetzt gerade so in das alltägliche Leben hineinschauen, ja, also ein paar Beispiele aus dem Leben, damit die Menschen, die jetzt das zugehört haben, vielleicht also eins oder andere war ein bisschen komplex und weit ausgeholt, so einfache, banale Situationen aus dem Leben. So, wenn jetzt die Menschen um einen herum eine Meinung über den entwickelt haben, dass dieser Mensch zum Beispiel Pechvogel ist oder dass der Mensch also sehr viele schon Unternehmungen gemacht hat und jedes Mal sind sie misslungen. So, was passiert jetzt? Durch diese misslungene Prozesse, durch sein Pech, haben die anderen jetzt, die ihn jetzt kennen, über ihn dieses gespeichert. Und wenn das der Fall ist, wenn das passiert ist, wird dieser Mensch in dieser Gemeinschaft, in dieser Gruppe, ja, wo er da ist, ja, sagen wir mal, in diesem Ort oder da, wo er lebt, und diese Meinung entstanden ist, also von seinem Umfeld, wird es sehr, sehr schwer tun, also dementsprechend jetzt zu anderen Resultaten zu kommen. Ne? Oder als Beispiel, jemand wurde krank. Und viele Menschen kommen ja, oh, du und ja und Mitleid und tralala und so weiter und so weiter. Und alle Menschen, die jetzt um uns herum, um diesen Menschen herum sind, welches Bild haben die jetzt bei sich im Kopf? Sein Bild mit dieser Krankheit, dass er krank ist, dass er nicht ganz ist, dass ihm was fehlt, dass er jetzt leidet. Und sie wollen es nicht, sie wollen ihm ja nichts Schlechtes, absolut. Sie wollen ja für ihn nur das Beste. Aber sie tragen welches Bild von ihm? Sie tragen genau dieses Bild von ihm. Und wenn der jetzt dabei ist, in die Genesung zu gehen, er will jetzt gesund werden, er bemüht sich, er strampelt sich ab, aber die Menschen, die jetzt das Bild von ihm, das kranke Bild von ihm haben, genau kollektiv erhalten jetzt da zurück. Und das sind die Mechanismen, die da sind. So, sehr viele Menschen, das ist ein anderes Beispiel, sehr viele Menschen heute, kommen finanziell sehr schwer über die Runde oder kaum oder gar nicht. Ne? So. Jetzt denken kann jeder sich selber so mal ein Bild vorstellen, von wie vielen Menschen da draußen gibt es, die dieses Problem haben, die genauso finanziellen Mangel haben und so weiter. So, und wenn man jetzt also sich diese Menge von Menschen vorstellt und schaut, wie groß jetzt dieses Konstrukt ist. Und es gibt 24 Stunden Menschen in diesem Konstrukt, die ununterbrochen, permanent, also mit diesem Gedanke Mangel, aufstehen und ins Bett gehen und nachts darüber denken, tags darüber denken, morgens, mittags, abends, ja, so. Und in dem Moment, wo der Mensch jetzt in seinem Kopf diesen Gedanken fasst, diese Idee, dann ist es, wie wenn der jetzt durch diesen Gedanken, durch diese Idee, wie in die Steckdose, wie jetzt, wie du jetzt im Internet www-Adresse eingibst und auf den bestimmten Server kommst, von dem du jetzt bestimmte Informationen bekommst, so ist es jetzt hier, Internetmensch, ja, so in dem Moment, wo der jetzt an Mangel denkt, ja, ist er automatisch kollektiv in diesem Mangelkonstrukt angedockt. So, und jetzt ist die Frage, wie sollte einer jetzt einfach rauskommen? Nur einfach rauskommen wird zwar wahnsinnig schwierig, weil dann gibt es ja sehr viele Methoden da draußen, Glaubenssätze muss man ändern, dann muss man dann dieses ändern, jenes ändern, so in sich dann so dementsprechend arbeiten. Ja klar, nur das Kollektive muss man ja auch berücksichtigen, das heißt, was das Außenfeld, also um dich herum macht.
Deswegen gibt es ja da draußen, also nicht umsonst, so ein so ein Spruch immer, also schon früher gab es ihn, also so, ja, sag mir, wer deine Freunde sind und ich sag mir, wer du bist. Ja, das ist genau das, was ja schlussendlich das aussagt. Ja? So, und jetzt ist die Frage, wie kann ich jetzt diese Gedanken in mir drin unterscheiden? Das ist jetzt ganz schwierig. Und dieser Egregor, der hat ja einen Zugang auf der Unterbewusstseinebene. Der geht ja nicht durch das Bewusstsein hinein, der geht ja durch das Unterbewusstsein hinein. Er tut ja auf der unbewussten Ebene, dort im Unterbewusstsein, diese ganzen Programme dementsprechend installieren. Oder sogar schon bereits wurden sie als Kind installiert. Und wir haben ja sehr viele Programme als Kind aus unserem Umfeld übernommen, ohne zu wählen überhaupt. Ja, also das Kind kommt auf die Welt, ist eine unbespielte Kassette, ja, ist ein Vakuum und wie ein Schwamm, erste 7 Jahre saugt er alles auf, ohne zu wählen oder zu sortieren. Ja, also ich rede jetzt informationstechnisch, ich rede jetzt nicht, also er saugt alles auf, was in seinem Umfeld ist. Bewusst oder unbewusst? Es müssen die Menschen um ihn herum nicht aussprechen. Also der Nachbar muss nicht aussprechen, dass er jetzt seine Frau misshandelt, ja, also damit es beim Kind des Nachbars im Kopf, also dieses Muster entsteht. Das muss er nicht aussprechen. Das ist in seinem virtuellen Raum gespeichert. Und so kopiert es das virtuelle Raum des Kindes genau das. Ob dieses Programm jetzt bei dem Kind sich während seines Lebzeit entpackt oder entfaltet oder zum Tragen kommt, das ist eine andere Sache. Nur dieses Muster ist in dem Kind drin. Das heißt, alle kollektive Muster, die wir sozusagen von Kindheit an bis heute in dem Umfeld, in dem wir groß geworden sind, aufgenommen haben. Alle Muster sind in uns drin. Alle. Ausnahmslos. So, welche von diesen Mustern Leben bekommen als Programm und welche von uns dann dementsprechend anfangen, sich zu entfalten, das ist jetzt dahingestellt. So, und ich bringe jetzt noch 2 Beispiele und dann können wir jetzt hier also in die Frage-Antwort-Runde gehen, ja. So, 2 Beispiele, die jetzt das Ganze noch sehr, sehr anschaulich machen. Ja. Ein Beispiel, es gab, ich weiß nicht, wann es stattgefunden hat, also gab es das Experiment. Ja. Und dieses, da gibt es sogar einen deutschen Film, der wurde verfilmt, das Experiment. Da hat man Studenten genommen und aus diesen Studenten hat man dann 2 Gruppen gebildet. Also eine wurden dann Gefängnisinsasser und die andere wurden Gefängniswärter. Ja, so. Und diesen Film kann man sich anschauen, dann sieht man, was dort entstanden ist. Wie sich diese Studenten, die eigentlich weder das eine noch das andere gekannt haben, ja, in diesen Augenblick in diese egregiale Strukturen hineingegangen sind, ja, und durch das sie sich dort angedockt haben an diese Felder, wurde denen ihr gesamtes Verhalten formatiert. Ja, und dann muss man dieses Experiment abbrechen, weil schlussendlich das ist dann aus der Kontrolle entartet. Ja, so. Damit kann man dann viele Prozesse, also in der Geschichte, auch erklären, was ja geschichtlich passiert ist. Das heißt, wenn man so eine Maschine hochschaukelt, was dann passiert? Das ist, der Verstand kann da nicht mithalten. So, nur so am Rande. So, das 2. Experiment war noch also interessanter. Man hat 2 Studentengruppen genommen. Die eine Studentengruppe hat mal einfach einen Malblock gegeben, hat gesagt, okay, ihr könnt jetzt malen, das, was euch jetzt einfach mal in den Sinn kommt. Ne? So, und die andere Studentengruppe, also getrennt voneinander, die andere Studentengruppe, die hat man jetzt mit verschiedenen Inhalten konfrontiert. Das heißt, also man hat denen jetzt über den Fernseher, über den Bildschirm verschiedene Filme gezeigt, mal Horror, mal lustig, mal traurig, mal Liebesfilme und so weiter. Und währenddessen, wo diese eine Gruppe jetzt diese Filme konsumiert hat, ja, hat man beobachtet, was die andere Gruppe also in dem Moment macht. Ja, so. Und hat man 1:1 beobachtet, dass wenn die jetzt also Liebesfilme schauen, malen die Themen, also zum Thema Liebe. Wenn die jetzt Horrorfilme schauen, dann malen die jetzt also zu diesem Thema Bilder. Ne? So. Und jetzt nehmen wir mal nur dieses Beispiel. Ja? Das heißt,
So, und jetzt stellen Sie sich vor, dass jetzt inzwischen 24 Stunden Fernsehsendungen ausstrahlen. Ja? So, und meistens wissen wir, dass nach 24 Uhr, welche Filme gezeigt werden, ja, sozusagen unter 16 oder unter 18, ja, darf man nicht zuschauen. Ne? So, und gerade in unseren Breitengraden wird ja sehr gerne die ganze Horrorgeschichte konsumiert und so weiter. Und jetzt, du gehst jetzt schlafen, denkst dir nichts dabei, du wirst ja morgen früh zur Arbeit, wirst dich ja auch schlafen und so weiter, ja. Aber ein Teil deiner, sage ich mal, ja, Menschbevölkerung, die neben dir sind, in der gleichen Zeit, wo du jetzt im Bett liegst und schlafen willst, konsumieren gerade jetzt den Horrorfilm. Und du bist damit in diesem kollektiven Feld mit eingebunden. Und viel Spaß dabei. Ja, so, wie soll jetzt dein endokrines System ordentlich arbeiten? Wie soll jetzt der Melatonin produziert werden, ja, wenn der jetzt gerade Adrenalinausstoß hat, weil er jetzt gerade ein Horror sich reinzieht, ne? So, und du jetzt, weiß ich nicht, ein paar Quartals weiter, jetzt sage ich mal, gemütlich im Bett schläfst. Ja, so. Und der jetzt durch seinen Adrenalinschub, ja, dementsprechend aus diesen, mit diesen Vibrationen dich genauso erreicht. So, welche Melatoninproduktion kann jetzt bei dir stattfinden und so weiter. Und du stehst morgens auf und bist zerredet und sagst, ich weiß nicht, was mit mir passiert, habe schlecht geschlafen, ja, habe schlecht gegessen, habe schlecht geträumt, so und so weiter und so weiter. So, nur das sind einfach die Mechanismen, in denen wir heute drin sind, ja, so. Und wie gesagt, also sie werden ja von Tag zu Tag immer stärker, die werden nicht schwächer. Jetzt gibt es ja dann noch Verstärker, also das heißt, also so, dieses Ganze wird ja immer noch mehr und mehr hochgeschaukelt, noch mehr verstärkt. So, nun, und jetzt stellt sich einer oder andere und sagt, ja, um was geht's denn da? Warum macht jemand sowas? Ja, und da kann ich dir einfach sagen, nichts Persönliches, absolut, ja, absolut nichts Persönliches, bloß der jetzt Hirte ist, der auf die Schafen aufpasst, ja, der will morgen noch weiterhin Hirte bleiben. Aber wenn die Schafen jetzt gescheit werden, wenn die Schafen jetzt aufwachen und verstehen, dass sie jetzt also ein Bewusstsein haben und anfangen, das zu begreifen und das also anders zu machen, dann hat der Hirte morgen plötzlich ein Problem, der hat nicht mehr gebraucht. Weil die Schafen sich jetzt selber verwalten und selber regeln, wie sie leben, ja, und selber dann dementsprechend ihr Leben gestalten und Lebensprogramme schreiben. Was macht jetzt der Hirte? Na? Also der ist jetzt wirklich arm dran. Also der, also wer jetzt Mitleid braucht, das ist natürlich jetzt er. Da kann man jetzt ein bisschen bemitleiden, ja, so. Weil, ja, so, und der natürlich versucht jetzt seinen Job also zu behalten, er versucht jetzt sein herrschendes System aufrechterhalten, weil bei ihm geht jetzt wirklich also ums nackte Überleben. Und da sind also irgendwann alle Mittel sozusagen recht, ja, auch wenn es dann halt zum Nachteil der Herde geht, ja, dass jetzt die Herde nicht mehr ganz bleibt, nur mein Gott, dann gibt es halt wenige, die man dann scheren kann und konsumieren können, ja, aber nichtsdestotrotz, also kann dann der Hirte weiterhin aufrecht bleiben, ja, weil sonst gibt es ihn gar nicht mehr morgen, das heißt, der ist dann arbeitslos. So, nun, wer möchte schon arbeitslos sein? Also ja, wenn der Job sehr begehrt ist und sehr gut bezahlt ist und sehr vieles möglich macht, ja. So, das ist das so grob, sage ich mal, das die Welt, in der wir jetzt gerade drin leben. Ja, es da haben wir ein bisschen Zeit. Der Marc Wahl wollte von was sagen. Ich weiß nicht, der Jen hat auch einmal aufgeleuchtet. Jenne, hab dich noch nicht gehört. Bist du denn am Mikrofon? Im Moment nicht. Marc Wahl, doch, da ist er. Doch, da ist er. Bitte, hast du ein paar Worte für den jetzigen Abend? Ja, natürlich, danke. Und ja, vorhin erstmal möchte ich mich entschuldigen. Ich hatte ein Bild gepostet und war noch immer die falsche Taste. Das war versehentlich dazwischen gedrückt. Und also toll, wie du das alles heute Abend so aufzeigst, Viktor. Und ja, zu dem Anfang, ich hätte also mit dem Muss, ne, ich sag, also es gab ein Wort, was einen in diesem Hamsterrad festgehalten hat.
was uns seit der Kindheit auferlegt worden ist und bis wir uns das selbst auferlegt haben. Ne? Und das ist das Muss. Ich muss dies, ich muss das, ich muss ne, das schaffen, um das zu schaffen. Muss, 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 muss. Und so rannte man dem ganzen Muss sein ganzes Leben hinterher. Danke für deine Worte. Ich weiß nicht, ob Viktor was sagen möchte, sonst gebe ich direkt das Wort zum Marc rüber. Viktor, Marc, direkt. Ja, machen wir mal direkt. Ich habe jetzt ja auch hier einige Zuhörer und Zuschauer sogar hier bei mir und die haben jetzt fleißig zugehört und haben jetzt auch einige Fragen, möchten jetzt hier mich fragen. So, dann tun wir jetzt dem Marc das Wort geben und dann ja, gebe ich hier gerade bei mir in der Halle, weil ich bin heute live aus der Metakrafthalle. Ja, wir sind hier fleißig am Arbeiten. Einiges für unsere öffentlichen Auftritte vorzubereiten und so weiter. Und ja, und wie gesagt, es sind einige, die jetzt gerade noch mit mir hier im Raum zusammen sind, zuhören, mein Team, meine Kollegen und ja. Ja, wunderbar. Dann nochmal ein Hallo zu euch da draußen hin. Und jetzt kriegt der Marc das Mikrofon. Marc, bitte. Ja, dann schöne Grüße auch an die andere Seite hier bei Viktor Heidinger. Ja, schöner Abend heute. Interessante Geschichte, berührt das Schicksal, so nennen wir das auch manchmal. Ne? Wenn einer zur Welt kommt, hat schon seine Bestimmung. Dann kann man das heilen über das Kismet. Das Kismet, das kommt aus dem Orient, glaube ich. Das ist mehr mit Freunden. Ne? Und ja, ich höre weiter gespannt zu. Tolle Sendung. Danke dir. Danke dir. Danke, Mann. Ja, Viktor, dann sind wir ganz Ohr, was deine Kollegen zu sagen haben. Und liebe Zuhörer, ihr könnt hier einfach raufkommen, auch anrufen. Das habe ich auch noch gleich gesagt. Telefon nochmal ganz schnell durchgeben. Österreichisches Festnetztelefon 0043 720518119 und die 7. Dann seid ihr auch hier in der Sendung direkt live. Und Viktor, dann bin ich ganz Ohr, was deine der Truppe zu sagen hat. Jawohl, da ist gerade der Philipp und der hat ein paar Fragen sich notiert schon während meiner Erzählung und ja, möchte jetzt, ihr habt gesagt, dann machen wir eins nach dem anderen, nicht gleich alle, so dass man es dann so detailliert erläutern kann. Ja, so, Philipp. Also mich würde interessieren, wie kann ich erkennen, ob ich jetzt von einem Egregor beeinflusst bin oder nicht? Mhm. Also eine sehr wichtige Frage, ja, wie kann ich erkennen, ob ich jetzt von einem Egregor beeinflusst bin oder nicht? Nun, ich habe das jetzt schon vorher in meiner Ausführung gesagt, dass es sehr, sehr schwer ist, also die eigenen Gedanken zu unterscheiden von den Gedanken, die von außen irgendwann ins Unterbewusstsein eingedrungen sind, ja, und wie man jetzt diesen Gedanken dann jetzt herausfiltert, ja, da muss man sich schon ein bisschen anstrengen. Nur, im ersten Moment werde ich so sagen, gesunder Menschenverstand, ja, also den Gedanken so weit überprüfen, besonders wenn dieser Gedanke, nur sage ich mal jetzt irgendwo mit irgendwelchen wichtigen Themen des Lebens zu tun hat und diese Themen jetzt gerade, sage ich mal, nicht im positiven Bereich sind, sondern im negativen, also im destruktiven Bereich sind, dann hier diese Gedanken sehr, sehr kritisch zu prüfen. Ja, warum, wieso, weshalb taucht dieser Gedanke auf, was ist dieser Gedanke, wo kommt er her, ja, wie entstand er und so weiter und so weiter. Also ja, also fordert jetzt hier so ordentlichen Bewusstseinsarbeit, sage ich mal, in diesem Augenblick. Okay, okay, kommt noch eine zweite Frage. Ja, da ist nochmal eine zweite Frage da, ja. Also wir haben ja gehört, dass uns die Egregoren beeinflussen, aber beeinflussen sich diese Egregoren auch gegenseitig?
Oh ja, das ist jetzt wirklich eine gigantische Frage. Also da muss ich jetzt für diese Frage sagen, danke Philipp, ja, weil das diese Frage, also da wird es jetzt manchen einfach nachvollziehbar, was es mit ihnen passiert, ja, also wird verständlich, was mit uns manchmal passiert und wir keine Erklärung dafür haben, ja, im ersten Moment. Das heißt, also wenn jetzt zwei Egregoren jetzt untereinander ringen, ja, und kämpfen, ja, müssen wir gleich die Frage stellen, wo ist ja diesen ihre Spielwiese oder Kriegswiese, ja, auf der jetzt also dieses Gefecht ausgetragen wird. Wo wird jetzt gefochtet? So, und nur da ich jetzt dich oder die andere jetzt nicht direkt, also ich meine die Teilnehmer da draußen nicht direkt vor mir habe, werde ich die Frage auch gleich jetzt auch selber beantworten, ja. Dieser Kriegsplatz, wo die Gedanken, wo diese Egregoren jetzt sich treffen, das ist jetzt in uns drin, ja. Nur, einfaches, banales Beispiel. Du hast ein einfaches Grundbedürfnis zu trinken. Ja, so. Und du kommst jetzt in den Getränkemarkt rein. So, du hast ein Bedürfnis und wie viele Möglichkeiten hast du jetzt, wie du dieses eine Bedürfnis Durst jetzt befriedigen kannst? So. Und was passiert jetzt? Jetzt schaust du an. Wasser mit Bläschen, Wasser ohne Bläschen, buntes Wasser, grünes Wasser, helles Wasser, braunes Wasser, ja, Wasser mit Zusatzstoffen, Wasser mit Zusatzgeschmack, ohne Geschmack, ne? So. Und jetzt fangen sich an in deinem Kopf, also diese Wässerles, jetzt sage ich mal, ja, zu drehen, ja. Das heißt, du fängst jetzt an zu überlegen, naja, Wasser mit Kohlenstoff, Wasser ohne Kohlenstoff, Wasser das, Wasser sel, Wasser jenes, ja. Und dann geht es jetzt, das, was wir sagen, überlegen. Das ist ja das, was manche, ja, viele jetzt nennen, das ist jetzt überlegen. Ich tue jetzt überlegen, welches Wasser ich trinken soll. Tatsächlich kann ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja, in diesem Moment, du, dein Überlegen ist nichts anderes, wie jetzt diese Egregoren sind in dir drin und die bringen jetzt dir vor, ja, denen ihre Argumentation, warum du jetzt das eine Wasser trinken sollst, ja, so, so. Nun natürlich kann man es jetzt noch weiter ausschmücken, ja, wenn dann es dann noch also in größere Bereiche geht, in wichtigere Bereiche geht, ja, und so weiter, dann treffen sich immer zwei oder drei Konstrukte gleichzeitig und dann viel Spaß beim Überlegen. Okay, Janne, bitte. Ich würde da gerne noch was anknüpfen, dass das also mit der Feinstofflichkeit, wo das eigentlich endet, dieses Spiel, wenn man das verstanden hat bis dahin, denn, und das selber beobachten kann und diese Energie, die da fließen und kommen, das auch einschätzen kann. Und da kommt dann diese Feinstofflichkeit des geistigen Schwert, wo man selber entscheiden kann, was man da überhaupt an Kämpfe oder sonstiges zulässt. Ich glaube, das Damoklesschwert, weiß nicht genau, irgendwie. Ja, das ist ungefähr so, du nimmst jetzt eine Fliegen, also Peitsche, ja, glaub so heißt es, oder? Fliegenklatsche und fängst an jetzt auf die Panzer zu gehen und versuchst jetzt die Panzer mit der Fliegenklatsche zu erschrecken, dass sie jetzt sich umdrehen, ja. So, das ist jetzt ungefähr das, was jetzt so dieses Konstrukt angeht. Es ist viel komplexer. Also wir müssen verstehen, Egregor ja, ist ein Mechanismus. Und der Egregor macht jetzt Folgendes, wenn er jetzt die Menschen in seine, wenn man sich dort angedockt hat, ja, so entstehen mehrere Phasen, mehrere Prozesse des zuerst mal energetischen Ausgleichs. Da ist noch keine Beeinflussung stattgefunden. Da entsteht nur nichts anderes wie eine Energienivellierung. Das heißt, alle werden sozusagen in denselben Schwingungsfrequenz gebracht.
Ja, der eine, nur sagen wir, wenn jetzt ein einfaches Beispiel, wo du das jetzt beobachten kannst, wenn du sagst, ja gut, das stimmt nicht, ich bin da anders und so weiter, ganz einfach, geh jetzt ins Kino. Ja, so gehst du ins Kino und jetzt kommen unterschiedliche Menschen in den Kinosaal rein und setzen sich jetzt halt einfach hin. So, und diese Menschen haben unterschiedliches Energieniveau in diesem Augenblick. Der eine hat viel, der andere weniger, der andere hat einen schweren Arbeitstag, der dritte ist jetzt gerade vom Sofa aufgestanden, ist jetzt richtig fit und so weiter und so weiter. So, nur irgendwann entsteht jetzt so ein Prozess, wo zunächst mal diese Energie wird jetzt sozusagen von allen weggenommen. Ja, so, dass alle sozusagen nivelliert werden. Ja, so ein Durchschnitt wird gebildet, ein energetischer Durchschnitt wird gebildet. Also, es wird jetzt Energie zuerst mal entzogen, kollektiv, in dieser Gruppe, die jetzt hier so zusammensitzt. Ja, so, das passiert jetzt immer. Gehst du auf eine Familienfeier, kannst diesen Prozess beobachten. Gehst du jetzt ins Kino, kannst diesen Prozess beobachten. Gehst du jetzt in eine Messe am Sonntag, kannst du diesen Prozess beobachten. Du kannst, wenn du jetzt der findet immer statt. Das ist nicht so, dass du jetzt hier dann Schwert und nie Schwert und so weiter. Das ist alles, so Kindergeburtstag. Okay. Ich schaue mal in den Zuhörraum. Ich sehe, Musikpause dürften wir auch wieder machen, Viktor, oder kommt bei dir noch mehr rein? Wir haben da noch eine Frage. Wir haben ja jetzt gehört, dass uns der Egregor so ziemlich in jeder Lebenslage beeinflusst. Und ich kann mir vorstellen, dass Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen auch unterschiedlich stark von Egregor beeinflusst sind. Was ermöglicht es jetzt den Egregor konkret, uns wie stark zu beeinflussen? Also die Frage lautet wie stark tut der Egregor uns beeinflussen? Ja? So, wir sind unterschiedlich, ja, und den einen beeinflusst es mehr, den anderen weniger. Und im ersten Moment ja. Ja? So. Es ist so. Und dann ist die Frage im zweiten Moment, warum? Ja, die Frage ist, warum wird das jetzt unterschiedlich gemacht? Da muss man die erste Frage stellen, was ist das denn Ziel des Egregors? So, das, die Frage haben wir uns jetzt bis jetzt noch gar nicht gestellt. Ja, was will der Egregor selber? Also, was will diese Maschine, dieses Konstrukt, ja, was will dieses Konstrukt jetzt selber? Und die Antwort hier an dieser Stelle ist also wirklich sehr, sehr einfach. Es ist ein Konstrukt. Das Konstrukt ist jetzt eine Wesensform, also etwas, was existiert und hat insofern ein Bewusstsein in sich drin. Also nicht so das Bewusstsein, wie wir es verstehen, sondern ein Bewusstsein einfach weiter zu existieren. Also es hat schon diesen Mechanismus in sich. Und existieren tut jede Lebensform. Ja, jedes Wesen. Dadurch, wenn es Futter kriegt. Das heißt, was will jetzt der Egregor tatsächlich? Der Egregor tatsächlich will jetzt noch einfach mehr Energie bekommen. Das ist alles. So, und wie bekommt er mehr Energie? Er bekommt mehr Energie dann, wenn die Menschen so häufig wie möglich an ihn denken, die Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken. So. Und mehr nicht. Ja. Mehr braucht er nicht, also so, und alle anderen Mechanismen dienen dazu, um dementsprechend also hier diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich hoffe, dass ich jetzt die Fragen beantworten konnte. Ja, sehr gut sogar, danke. Gerne. So, gibt es ja noch jemand, der noch Fragen hat? Fragen? Ja, da flackern die Mikrofone, Jenne und auch der Marc war das, glaube ich, gell? Oder war es die Magda? Magda? Na, der Marc. Marc, bitte. Ja, wir haben natürlich auch harte physikalische Gesetze und das sagen die manche, also das Geld gnadenlos zu denen zurückläuft, denen es gehört. Ne? Also da kann man auch nicht schön denken. Ne? Das ist irgendwie eine schwierige Sache. Ne?
Verzeih, Marc, ich habe jetzt den Anfang nicht ganz verstanden. Also es ist bei mir jetzt gerade vorbei. Kannst du bitte nochmal die Frage wiederholen? Ja, also dass gnadenlos Kapital zu Kapital geht in einer schier Ellbogengesellschaft, dass man das nicht gelockert kriegt oder ein Staatsdollar, so ein richtiges Staatsgeld herbekommt, dass das nicht möglich ist. Ob das mit Gregor auch vereinbar ist, mit einer Änderung, dass wir Weltgeld haben auf richtig Staatsschultern? Nun, hier geradezu kann man ja jetzt gerade gesehen, kann man gerade sehen, wie stark dieser Egrego jetzt Kapital ja wirkt. Diese Mechanismen dieses ganzen Systems sind ja gerade in diesem Egrego integriert. Ist das so nachvollziehbar, Marc? Ah ja, das ist interessant, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Nun ja, schau mal, also einfach, ja, warum das also sozusagen sich aufrecht. Also ich nehme jetzt, also damit wir jetzt so in einem sensiblen Thema sind, und da sind sehr häufig auch wieder gleich Emotionen im Spiel und so weiter. Ich bringe jetzt ein anderes Beispiel, mit dem man das noch deutlicher versteht. Ja, so zum Beispiel, du kommst jetzt in einen öffentlichen Platz. Ja, so kommst du zu einem öffentlichen Platz. Woher weißt du, wie du dich jetzt dort in diesem Platz verhalten sollst? Also, das heißt, irgendwo in uns drin, wenn wir jetzt in eine bestimmte Einrichtung gehen, in ein Museum reingehen oder in eine Kirche reingehen oder wir kommen zu den Eltern nach Hause oder wir kommen jetzt auf einen Bahnhof oder wir kommen in einen Flughafen rein, wenn man jetzt einfach so Revue passieren lässt, dann stellen wir fest, dass wir wie eine Art automatisch eine Instruktion bekommen, wie wir uns hier zu verhalten haben. Ja, und wie wir automatisch jetzt so mehr oder weniger bemüht sind, das richtig zu machen. Ja, so. Nur und jetzt nochmal banaler das Ganze darzustellen. Also nehmen wir mal zwei Sportarten. Es gibt jetzt Hockey, ja, Eishockey, und es gibt jetzt Fußball. So. Was würde passieren, wenn jetzt ein Fan des Eishockeys mit dem Eishockey-Trikot in ein Fußballstadion reingehen würde? Nur mal einfach so, was würde passieren? Wird er sich da jetzt wohlfühlen, wenn er da reingeht? Oder wird er jetzt gleich feststellen, dass das stimmt was nicht? Also da ich verletze gewisse Regeln, gewisses Etikett etc. 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 Ja, so das einerseits, was in ihm drin passiert. Und jetzt schaust du andererseits, was machen die Fußballfans? Wie reagieren die jetzt auf ihn, wenn der jetzt dementsprechend also mit dem Fußballtrikot mit dem Hockeytrikot in den Fußballstadion kommt? Ne? So, das bedeutet jetzt genau diese Mechanismen wirken sich auch, also das heißt diese Regeln, wie man sich dort zu verhalten hat, sind in diesem Egrego sogenannte Standardwerk, also sprich das Regelwerk. Ne? So, und wenn du jetzt in den Egrego Kapital hineingehst, die sind in diesem Egrego diese Regelwerke hinterlegt. Das ist die alle Menschen, die für das Kapital sind, die mit dem Kapital leben, arbeiten und das behalten wollen und aufrechterhalten wollen, ja, halten sich alle an gewisses Regelwerk. So, und jetzt kommst du rein in ein Fußballstadion, also in ein Kapitalsystem, und willst jetzt hier Eishockey-Regeln integrieren. Nur da gibt es ein Problem. Ganz sicher gibt es da ein Problem. Viktor, ich denke mir, wenn ich auf die Uhr schaue, eine Musikpause, wir werden uns nachher um 22 Uhr mit dem letzten Lied verabschieden. Ich habe noch mal ein paar User aufgezogen und vielleicht haben die ja noch ein paar Worte. Ich hoffe, du bist damit einverstanden oder brauchst du jetzt dringend eine Musikpause? Nee, alles gut, du weißt ja, also ich bin da schon gewohnt, also ich kann da ein bisschen was vertragen, ja, also ich bin gerade erst warm geworden. Aha, das ist gut. Schauen wir mal, der Raphael ist bei uns im Raum, ihr könnt euch wieder runterklicken natürlich, der Harmonisierer schon lange nicht mehr gehört, vielleicht ist er heute Abend am Mikrofon. Krypto TV, der Roman ist bei uns, die Magda hat vorhin in der vorigen Sendung geredet, vielleicht hört sie uns auch. Natürlich herzlich willkommen.
Und die Tünde ist auch bei uns vorhin die Moderatorin gewesen. Und ist denn von euch wer am Mikrofon? Mal flackern. Ansonsten, ja, da kommen ja doch noch ein paar Flacker. Raphael ist da und auch CryptoTV. Ja, fangen wir von oben an und dann, Raphael, dein Mikrofon. Guten Abend. Na, geflackert hat er. Gehen wir das Mikrofon direkt weiter. Er hat gerade nochmal, ich schätze, er macht seine Soundeinstellungen. Gehen wir auch weiter zu Roman rüber. Roman, guten Abend. Ja, echt eine tolle Sendung heute wieder. Ich habe eigentlich wirklich die ganze Zeit gebannt, gelauscht. Drum möchte ich ja gar nicht, ich möchte vielleicht einfach nur sagen, was mich wirklich ganz besonders interessiert hat und gefallen hat. Das war, wie du uns auch so aufgezeigt hast, wie die ganze Gesellschaft so unterschwellig mit Sprache, Lebensweise, mit allem, was uns so halt im Alltag begegnet, programmiert werden. Zu glauben, was gut und toll ist, wo ein vernunftbegabter Mensch eigentlich davonlaufen würde, ohne sich umzudrehen. Ja. Das ist so ein Thema, wo ich vielleicht noch ein bisschen mehr erfahren möchte. Aber so das gesamte Spektrum, was du uns heute so alles erklärt hast, über das Wesen des Menschen, sein Sein, das alles drum und dran, ja, sehr, 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 sehr erhellend. Danke dafür. Ebenso auch danke zurück. Also das ist eine sehr wichtige Rückmeldung für mich, wirklich, also ja, so das Gespür zu bekommen, dass das ja so wirklich interessant ist und dann einen Einklang findet, ja. Wie gesagt, ich lebe in diesen Themen schon seit sehr langem Zeitraum und viele Dinge sind schon irgendwo nur selbstverständlich geworden oder normal auch wieder geworden, ja, also auch hier, also in unserer Psyche reimt sich auch diese Normalität oder die Gewöhnlichkeit also ran, ne? So, und so jetzt muss ich also gerade wenn ich jetzt so sowieso noch im Radio bin, wo ich nicht jetzt direkt den Zuhörer sehe und kann jetzt halt einschätzen, wie das Thema bei ihm jetzt halt ankommt, ja, welche Reaktion es jetzt bei ihm hervorbringt, ja, öffnet die Augen und schaut neugierig und will noch mehr wissen oder umgekehrt verdreht die Augen und sagt, nee, also das ist ein so, also interessiert mich jetzt gar nicht und so weiter. Also ist an dieser Stelle also ein sehr wichtiger Feedback. Vielen Dank. Ja, das hat er wirklich schön gesagt. Ja, Raphael, bitte. So, schönen guten Abend. Upsala. Jetzt habe ich mich vertan. Der Roman wollte noch kurz was erläutern, ne? Aber bis richtig. Und dann kommt der Raphael und dann geht's weiter von oben nach unten. Roman, du warst noch dran. Ja, nur so abschließende Bemerkung einfach. Weil es fällt mir, dieses Thema hat mir deswegen auch so bei dir interessiert, weil wenn ich so draußen herumgehe, kommt es mir oft so vor, als wenn ich mich selbst in den Film Sie leben herumbewegen würde. Sicher kennen viele den Film, da haben sie eine Brille, wenn sie die aufsetzen, funktionieren die hypnotischen Botschaften, mit denen die Menschen versklavt werden immer. Da sehe ich dann die Menschen, wie sie so beim Fernsehen, bei Nachrichten da sitzen und die Botschaft anders da aufnehmen, wie ich sie höre. Also wie bei mir nachher, also wenn ich selbst die Brille schon auf hätte, das Ablog. Einerseits freut mich das, dass das bei mir nicht mehr so wirken kann, aber andererseits erschreckt mich das auch, weil man sich dann schon irgendwie wie unter einer Horde voller wild tollwütigen Schafen sich befinden mag. Ja, ich muss jetzt wirklich schmunzeln, aber das Schlussbild, also das ist so ungefähr diese Richtung. Tatsächlich ist es so, wo ich also gerade intensiv begonnen habe sagen wir, meinem Bildungsthema und dieses praktische Wissen bekommen habe, was die Energieinformationen angeht, das waren die ersten Inhalte, ja, dass nur die Menschen, die damals das Wissen entpackt haben, sage ich mal, rausgeholt haben, also aus diesen verborgenen, versteckten Schriften und so weiter, so wo sie wirklich dann daraus also Methoden und Technologien gewonnen haben, ja, die haben dann gesagt, dass also es passiert mit den Menschen also ein gerade Abwärtsprozess, ein Prozess der Verdummung. Und diese Verdummung entsteht jetzt, weil diese gerade Maschinen
Ja, also da, wenn wir jetzt schon jetzt in diesem Kontext sprechen, Globalisierung lässt grüßen, ja. Nur ich sage einfach Beispiel, früher gab es sehr viele Tante-Emma-Läden, ja, und dadurch hatten wir also wirklich eine sehr große Vielfalt von Auswahlmöglichkeiten. Wir konnten über die Grenzen gehen, in andere Länder gehen, und in diesen Ländern haben wir auch jetzt diese nationale oder nur sagen wir dort landspezifische Einzigartigkeit vorgefunden und so weiter. Ja? So. Und jetzt haben wir global ein Standard, ein Muster. Du hast überall dasselbe. Du fährst egal quer durch Europa, du findest überall Lidl, Aldi, Co., ja, Kaufland, Vodafone, etc., etc., ja. So, und du die ganze Standards, also wie man sich kleidet, was man isst, also und so weiter, sind jetzt gleich. Der einzige Unterschied ist noch jetzt in der Sprache. Aber inzwischen gibt es ja jetzt auch diese Google-Übersetzer, und somit ist irgendwann auch die Sprache bald nicht mehr salonfähig, weil wir alle reden dann mit solchen irgendwelchen kleinen Teilchen im Ohr, die Translator sind, und dann werden die uns ins Ohr flüstern, gleich in unserer Sprache, was der andere sagt, und da kannst du dich jetzt, weiß ich nicht, der spricht Französisch, du Deutsch, und du über den Translator hast du gleich direkt die Verbindung, ja, so, das heißt also, wir werden derzeit also mega, mega formatiert. Und dieses Formatieren also, ist jetzt so primitiv, weil also einerseits sagt jetzt einer, ja, das ist doch cool, jetzt kann ich endlich mal mit dem Franzosen reden. Ja, natürlich ist es cool, dass du ihn jetzt endlich mal verstehst. Nur verstehen tust du ihn ja nicht, weil du ihn verstehst, sondern weil der Übersetzer dir etwas übermittelt. Und was der Übersetzer übersetzt und wie er es übersetzt und in welchen Ton er das übersetzt, und ob er das wirklich eins zu eins übersetzt, also das musst du dir jetzt die Frage stellen, das ist zu einem. Aber zum anderen benutzt du dein Gehirn nicht mehr. Weil früher hast du ja Sprachen lernen müssen, da musstest du ja Gehirnzellen aktivieren, da musstest du ja diese Muskeln im Gehirn trainieren, musst du mal Gehirn in Anspruch nehmen. Ja? Früher gab es keinen Taschenrechner, also musst du Zahlen im Kopf bewegen können, damit du jetzt also rasch jetzt, sage ich mal, messen kannst, rasch verstehen kannst, rechnen konntest, etc. etc. Dann hast du einen Taschenrechner bekommen. Und wenn du heute in manchen Bäckereien stehst und die Verkäuferin muss dir Restgeld geben, nur jetzt inzwischen sind die Kassen schon so getaktet, dass die gibt jetzt in die Kasse rein, was du jetzt Geld gegeben hast, und die Kasse sagt gleich, was jetzt Rückgeld kommt. Ja? So, aber gab es mal eine Zwischenzeit, wo die nicht alle solche Kassen hatten, da gesehen wir, dass manche also zweistelligen Zahlen nicht im Kopf rechnen konnten, mussten Taschenrechner nehmen. Ja? So, denk jetzt an die nächste Fähigkeit, die wir jetzt vor kurzem abgelegt haben, die Fähigkeit des Navigierens. Ja, früher hat jeder in die Landkarte schauen müssen, wenn er in eine fremde Stadt gefahren ist, also musste die Route studieren. Da musste er jetzt ein bisschen auch wieder die Straßenkarte musste er ins Gehirn reinlegen, der musste sich vorstellen können, wo biege ich links, wo biege ich rechts ab, also musste sich merken, da hat er jetzt Gedächtnis trainiert und so weiter. Heute brauchst du gar nicht. Klickst jetzt rein, sogar, aber du setzt dich ins Auto, du hast nur gerade gedacht, dass du jetzt dahin fährst, und plötzlich sagt dir Google, hallo, ja, ich habe deinen Standort gefunden, wo du hin musst, und du merkst gar nicht, dass das System schon berechnet hat, anhand dessen, was es alles über dich weiß, was du schon als nächsten Schritt planst. Die Frage ist, was passiert morgen? Wo ist der Faktor Mensch morgen? Oder wer ist morgen noch Mensch? Ja, und was ist mit unserem Menschbewusstsein? Das ist das, was jetzt Alarmstufe Rot ist, ja, so, die wir jetzt, also, mit der wir uns beschäftigen müssen. Ja, also, ich sag, nur, das ist meine Botschaft. Ich sag, liebe Leute, wir müssen jetzt langsam anfangen, das Gehirn richtig zu benutzen. Zu benutzen heißt jetzt damit zu arbeiten. Das heißt nicht überlegen, nicht jetzt sich ein bisschen Gedanken machen, nicht zu sagen, ja, ich weiß es, ja, sondern wirklich Wege zu suchen, wie werde ich jetzt vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Und da muss man einige Disziplinen erlernen, muss man sich mit einigen Dingen beschäftigen. Ja. Und gerade und die Gregoren, also die sind immer da. Die stehen also und sagen nur, ich brauche Futter. Ne? So, ja. Schöne Worte hast du da gesagt, Viktor.
Ja, ich bin noch in einer Generation aufgewachsen, wo wir Kopfrechnen machen mussten und in der Kasse richtig zählen mussten. Ich bin dankbar dafür, dass ich diese Fähigkeit habe, habe auch nach Karte lesen dürfen, bin aber auch dankbar über das Navigationssystem, kann aber heute auch noch Karte lesen. Das ist kein Problem. Navigationssystem hat mich auch geprägt, weil ich nicht blind losfahre, sondern ich sehe, wo ich bin und mache mir meine eigenen Kreisläufe in mir. Und somit hilft mir das Navigationssystem schneller, auch Wege für mich wahrzunehmen. Das nur zu mir. Der Raphael ist da und jetzt gibt mein Raphael das Wort. Guten Abend, Raphael. Hallo, schönen guten Abend. Ja, gib Gas. Ja, meine Frage zu dem ganzen Thema ist natürlich sehr spannend und ich würde auch in den allermeisten Bereichen zustimmen, dass es solche, eben wie genannt, Egregoren oder solche Fälle, dass man sich das so vorstellen kann. Dennoch natürlich, es wurde kurz angesprochen, muss es dann natürlich Fähigkeiten, Techniken und ein gewisses Bewusstseinslevel geben, um diese Felder oder auch egal, man könnte es selbst nennen, eben Etikett etc. zu erkennen und dann einfach sich selber die Frage zu stellen, ob man weiterhin nach dem Handeln möchte. Und somit denke ich mir, dürfte es ja auch eine Perspektive geben, wie ich dann nicht sozusagen mit diesen Dingen in den Krieg ziehen muss, sondern einfach erkennen kann, okay, da werden mir diese und jene Dinge suggeriert. Das muss ich wahrscheinlich dann 3-4 Mal spiegeln, bis ich auch alle anderen Alternativeffekte von dem herauslesen konnte, die potenziell auf mich wirken könnten oder sollten, um dann wirklich das neutral betrachten zu können und dann halt zu entscheiden, ob ich darauf eingehe oder nicht. Das ist für mich in meinem Verständnis nur eine Bewusstseinsfrage, weil auch diese Felder ja auf einer gewissen Frequenz, sage ich mal, agieren. Und zumindest theoretisch, wenn meine Frequenz oder mein Bewusstseinsgrad ein höherer ist, würde ich ja über dem drüber stehen und das nur mehr beobachten, anstatt sozusagen in dem Fahrwasser unbewusst mitzuschwimmen. Wie ist da die Ansicht dazu? Nur zunächst mal kann ich also zu diesen Gedanken schon mal gratulieren. Ja, also das ist schon mal also ein richtig, sagen wir mal, nur der konstruktive Ansatz, um den es geht. Ja, also da drüben zu stehen, das ist ja schlussendlich ja auch die Botschaft. Also in diesem ganzen, in dieser ganzen Ausführung, das ist zugleich die Botschaft, zugleich auch die Einladung und zugleich auch zu verstehen, dass wir Menschen und die Menschheit derzeit jetzt an einer nächsten Stufe angekommen sind. Ja, so, und wir müssen in den nächsten Level. So, das heißt, und das, was jetzt gerade mit uns passiert, ist ja nichts anderes wie eine Krise, könnte man jetzt auf der einen Seite sagen, ein Problem, ja, könnte man jetzt das benennen. Aber jede Krise, jedes Problem entfaltet sich dann, wenn es jetzt Kurskorrektur notwendig ist. Das heißt, wir Menschen müssen jetzt wirklich aus dem Pampas raus. Ja, wir müssen in das Erwachsene-Sein kommen. Ja, wir müssen jetzt sagen, wir müssen jetzt selber aufs Töpfchen gehen und aufhören, jetzt so, ja, sich in, sagen wir, in die Höschen zu machen. Ne? So, also müssen wir in den nächsten Level gehen. Der nächste Level ist es, wir müssen über diese egregiale Strukturen kommen. Wir müssen so weit kommen, dass wir keine Hirte mehr brauchen, dass wir sagen, wir sind jetzt selbstständig. Wir brauchen keinen Elektrozaun, wir brauchen keine Überwachungssysteme. Ja, wir sind in der Lage, unser Bewusstsein hochzufahren. Wir brauchen keine Geschwindigkeitsregeln auf der Autobahn, weil wir haben einen gesunden Menschenverstand, mit Hilfe deren wir selber einschätzen können, wie schnell wir fahren können und müssen, sodass wir sich nicht gefährden und die anderen nicht gefährden. Ja, so, da muss man nicht an jede Ecke ein Verkehrsschild hinhängen und sagen, hier darfst du so viel fahren und hier darfst du so viel fahren. Ja, das ist ja genau jetzt für die Schafen. Das ist ja genau, damit jetzt die Schafen einen Elektrozaun haben. Ja, weil so, und also ein höheres Bewusstsein, ja, also braucht es nicht. Also es weiß dann selber zu steuern und zu wissen, wie man hier schnell und langsam fährt und wie man richtig in die Kurve reingeht und so weiter. Ne? Das ist nur mal so ein einfaches Beispiel. Und das ist die Einladung zugleich zu sagen, ja, es ist das Ziel, jetzt sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Aus diesen Tabus
aus diesen immer Geheimen und Logen und wer ist der Kuckuck, was es da draußen so alles gibt, die auf dem Wissen sitzen, müssen wir sagen, okay, ist ja kein Problem. Sitzt ihr auf eurem Wissen? Ja, wir können das anders bekommen. Was ja jetzt gerade das Schöne ist. Die Schwingungsfrequenzen haben sich verändert. Die Welten haben sich geöffnet. Das heißt, also du musst nur wissen, wie man das Gehirn ausrichtet, ja, um dann an diese Frequenzen ranzukommen. Nur dabei muss man auch wiederum eins beachten, wie stark sind deine Sicherungen. Ja, wenn du jetzt die Antenne hochfährst und über diese Strukturen hinausgehst und an diese andere Felder kommst, von dort kommt ja auch wieder was zurück. Ja, das heißt also, wenn du dort ein Loch reinstichst, ja, fängt es an, von dort aus zu tropfen. Ja, also da kommt ja was runter. So, und jetzt ist die Frage, das, was dann runterkommt, ist das biochemische System, Mensch, also Körper, physikalisch, wie er ist, ist ja in der Lage, das zu verarbeiten oder fliegen gleich die Sicherungen durch und ja, irgendwo im Körper entsteht dann ein Stress. Ja, so, das ist also wieder die nächste Frage. Ne? So, das ist also, wir wissen aus fernöstlichen Praktiken, wo die Meister nicht gleich sofort also alle Möglichkeiten herausgeben, wie man jetzt Hochbauer fährt. Ja, warum? Weil das Fleisch hält es nicht aus. Na, so. Und das ist jetzt die Frage, wie tun wir jetzt die Psyche, die Physis, den mentalen Bereich, den emotionalen Bereich, alle Bereiche unseres Seins so, sage ich mal, drauf vorbereiten für diese höhere Schwingung, dass wir dann über diese Strukturen hinausgehen und dann können wir sagen, dann sind wir nicht mehr egregoriale, sage ich mal, Opfer, Marionetten, sondern wir sind dann auf der Ebene, zunächst mal dann die nächste Ebene egregorialer Spieler. Wir fangen an, dann mit diesen Konstrukten zu spielen. Ja, so, wir fangen an, die zu steuern. Nur andersrum gesagt, so wie der Klaus das vorher beschrieben hat, also mit dem Navigationssystem, wenn du die Systeme nutzt und dir dienen, die helfen dir, aber nicht du dienst denen. Das ist das, um was es hier geht. Wenn ich dazu noch ein Wort sagen darf, Klaus? Ja, sicher. Ja, also vielen Dank, wunderbare Darstellung. Ich denke gerade an, ich habe es wieder begonnen, Shilajit zu essen. Dieses Mumio aus Russland, finde ich super, von wegen die Physis stärken. Auch der Begriff mit den Sicherungen natürlich ganz fundamental. A, mit sich selber sich auch nicht zu stressen oder genau zu wissen, welche Schritte man nimmt, eben diese Verbindung eben zu schaffen aus höherer Einsicht, dass die auch der Körper und die menschliche Psychologie in dem Moment wirklich verarbeiten kann, ist auf jeden Fall ganz fundamental. Und das eine, was mir dazu noch eingefallen ist, ist Ashby's Law of Requisite Variety. Da geht es einfach darum, dass also um die Kontrolle von Systemen, das heißt der Systemtheorie, und da wird einfach postuliert und aus meiner Ansicht ganz klar, dass ein System, ein anderes System nur wirklich dann kontrollieren kann, wenn es selber mindestens genauso komplex ist. Und wenn wir jetzt hergehen würden und sagen, wir haben jetzt nur in der ganz simpel banal aufgezeichnet, eine gewisse Gruppe, die hat mehr Ressourcen oder mehr Medieneinfluss oder wie auch immer, und die möchte jetzt eine andere, praktisch immer größere Gruppe dadurch irgendwie beeinflussen oder eben diese egregorischen Systeme verwenden. Und dann ist für mich ganz klar, der einzige Faktor, der jeden Menschen eigentlich wirklich komplett kontrollieren kann, ist dieser Mensch selbst, weil nur der selbst genauso komplex ist wie er selbst. Das heißt, damit diese Systeme funktionieren, im Negativen jetzt oder im Manipulativen, wie jetzt angesprochen, ist es eigentlich notwendig, dass sozusagen der Geist oder das Gehirn, die Glaubenssätze der Menschen sozusagen von dieser Struktur kolonisiert worden sind und dann die Menschen eben, wie vorher mit Etikette angesprochen, sich selbst kontrollieren. Und wenn allein diese Erkenntnis mal kommt, von wegen, ja, ich spiele da mit, aber jegliche wirkliche Kontrolle kommt immer nur direkt von mir selbst, dann kann das natürlich auch der Schritt sein zu erkennen, gut, dann kann ich mir jetzt auch auswählen eben, genauso wie ich mir vorher nur sozusagen überlegt habe, ob ich jetzt das Himbeer- oder das Erdbeerwasser kaufen möchte. Wenn ich das auf nächste Level hebe, kann ich dann erkennen, okay, ich brauche mir eigentlich gar kein Wasser kaufen, ich kann noch zur Quelle gehen. So ist ein bisschen meine Ansicht. Victor, noch ein paar Worte? Ja, gerne. Allerdings würde ich jetzt gerne, dass wir jetzt eine Musikpause reinlegen und nach der Musikpause können wir gerne nochmal also auf das Thema eingehen.
So machen wir das dann auch. Und dann ist auch das letzte Drittel, letzte Abschlussrunde schon hier eingeläutet. Und machen wir mal Musik ab. Bis gleich. Ja, knapp 11 Minuten, ein langer Song. Den wollte ich eigentlich zum Schluss spielen, aber jetzt ist er doch drin in der Mitte. Ihr seid heute bei Viktor Heidinger. Möchte noch ganz kurz einen Hinweis machen für morgen. Morgen heißt es Fantaden, Zukunft und Technik, und ab 20 Uhr. Es geht um die Arbeit von Nikola Tesla und Lösungsansätze, dahin zu kommen. Das wird ein Inhalt dieser Sendung sein, und ich verspreche euch da schon ganz Specials. Ja, die Errungenschaft von Nikola Tesla lässt heute im Jahre 2019 ja sich offenbaren. Und morgen Fantaden. Und noch ein kurzer Hinweis für Freitag, da bin ich in Wien unterwegs. 5G-Lösungsansätze live von Heidis Zauberpark an der Dombacher Straße. Da bin ich vor Ort. Dort gibt es einen Doppelvortrag mit Clarissa Horak und Steven Weikbrow. Ja, und nun Mikrofon zum Viktor. Jawohl. So, wir haben ja zum Schluss also diese zusammengefasst jetzt verstanden, es gibt ein System, das sehr komplex ist, und das andere System, wenn es genauso komplex ist, und dementsprechend kann es dann also mit diesem, also diese zwei komplexe Systeme können dann untereinander dementsprechend sich anders positionieren. Jawohl, das stimme ich zu, und selbstverständlich kann ich ja sagen, der Mensch ist noch viel komplizierter, also noch höheres, komplexeres System, wie das egregiale Struktur oder sogar wie der Hirte, der jetzt auf uns aufpasst. Genau, sagen wir, wenn wir es jetzt hier so zum Schluss sagen, genau das ist ja das Thema, ja. Die jetzt die Hirte sind, sagen wir es einfach so, ja, die sind von ihrem System her weniger komplexer, also das heißt also anders organisiert, sage ich mal, ne, so wie der Mensch organisiert ist. Und das ist ja genau für die größte Gefahr. Wenn der Mensch jetzt zu seinem Menschsein kommt und sein Menschsein in Anspruch nimmt und fängt sein Menschsein entfalten, so, dann fertig aus, dann fliegen die Zäune einfach nur so um die Ohren, ja, und das gesamte System fliegt um die Ohren. Deswegen meine Botschaft an dieser Stelle, liebe Leute, nicht kämpfen sollen wir und nicht dagegen sein sollen wir, sondern wir sollen jetzt für das Menschsein plaudieren und sollen jetzt das Menschsein in Anspruch nehmen. So, wie schneller wir das machen und wie schneller wir das System Mensch anfangen zu studieren, fangen an zu verstehen, wie es funktioniert, fangen an, sich da drin zu orientieren und fangen an, das jetzt in unserer Welt wünschen zu integrieren, desto schneller werden wir also also sagen wir, unser komplexes System in Anspruch nehmen können. Ne? So. Und dann, meine Lieben, dann fangen wir an, genau diese Zeit zu halten. Andersrum gesagt, sogar die Welt selber hat jetzt schon den Kurs angenommen. Der Planet Erde mit seinen hohen anderen Schwingungsfrequenzen, wir sind schon völlig in einer anderen Welt drin. Das wissen wir bloß noch nicht, weil wir im alten Paradigma leben. Seit 2013 haben sich sehr viele Dinge verändert in dieser Welt und so wirklich gravierend verändert. Wir sind völlig in einer anderen Welt. So, und aber leben noch mit den alten Prinzipien. Wir haben noch nicht unser Dasein in Anspruch genommen. Und jetzt steuert jetzt das Schiff auf den Kurs in die neue Welt, in das, sagen wir, in das nicht neue Welt, sondern in das goldene Zeitalter, von dem wir vieles schon gehört haben und so weiter. So, nur wer jetzt auf dem Schiff verbleibt, wer dann in dieses goldene Zeitalter, also als Besatzung auf dem Schiff reinkommt, das entscheidet jeder selber. Das wird sich jetzt genau entscheiden und entscheiden müssen, aus der Sicht nicht jetzt der politischen und der herrschaftlichen und so weiter Dingen, sondern aus der Sicht genau dessen, dass die Mutter Natur sagt selber, auf dem Schiff bleiben die, die in der Lage sind, ihr Bewusstsein bewusst zu nutzen.
Und die, die das noch nicht gelernt haben, die noch immer überlegen, die noch immer in ihren Hiobsbotschaften versinken, in ihrer Angst, in ihrem Mitleid, in ihren Komplexen, in ihren Blockaden und alles das, was da negative Muster sind, und die sich noch nicht davon befreit haben, die müssen irgendwann vom Bord runter. So einfach ist das. Und da gibt es keinen, der dann da vorne steht und sagt, du darfst nicht und so weiter. Nein, du selber triffst heute eine Entscheidung, wo du morgen sein willst und wirst. So. Und da jemandem Schuld zu geben, Politik, Geld und so weiter, vergiss es. Interessiert dort keinen vorne, so, das interessiert dann keinen. Ja? So, das ist deine eigene Wahl. Mit was wirst du dich heute beschäftigen? Ich will nur zum Schluss jetzt der heutigen Sendung nur so eine interessante Bemerkung abgeben. Ja? Also ich mache ja schon seit über einem Jahrzehnt also diese Vorträge und bin bemüht, die Menschen zu erreichen und die Menschen jetzt in diesen ganzen auf diesen Bildungsweg zu bringen, ja, mit einzuladen und so weiter. Und wenn ich jetzt auf manchen Plattformen also Vorträge gemacht habe, habe ich folgende Dinge beobachtet. Das heißt, also ich stehe jetzt auch dort bei denen mit meinem Thema Bewusstseinserweiterung oder was ist das Männliche und das Weibliche und wie tut man dann das eigene Ich und so weiter richtig gebrauchen, nutzen etc. etc. Dann zu diesen Vorträgen, ja zum gleichen Eintrittspreis, zu diesen Vorträgen kommen dann 10, 20 Leute, ja, und hören sich das an. Aber kommt jetzt irgendein Vortrag zu Außerirdische, kommt dann irgendein Vortrag zu herrschende Politik, wer die Böse sind und so weiter, 120 Leute, 150 Leute. Und da muss ich mich fragen, ja, wenn du jetzt morgen mehr weißt, wie auf gut Deutsch, also wie richtig, also bei mir auf der Zunge liegt so ein Wort, ich will es jetzt nicht also hier in der Sendung sagen, ja, wie bescheiden es jetzt dir geht. Und du kriegst morgen noch mit, dass es noch bescheidener ist, ist meine Frage, wird es dir übermorgen dadurch besser? Wirst du dadurch übermorgen glücklicher? Oder wenn du jetzt Wissen konsumierst, Information konsumierst, wo dir einer zeigt und aufzeigt Perspektiven, durch die du morgen in ein glückliches, erfülltes, nach deiner Wertvorstellung und Vorstellung Leben hineinkommen bist. Nur du musst halt jetzt ein bisschen in eine Trainingshalle und musst jetzt ein bisschen, sage ich mal, gewisse Muskeln trainieren, du musst jetzt lernen, du musst jetzt ein bisschen Schulbank drücken und so weiter. Nur das brauchst du aber nicht lang, das muss nicht dein permanent durchgehen. Ach, nein, so ein, zwei Jährchen, drei Jährchen, je nachdem, wie schnell du das also alles drauf hast. Das ist ein sehr komplexes Thema, haben wir ja vorher gehört, dass Mensch ein sehr komplexes Wesen ist. Komplexes Wesen, komplexes Thema, komplexes Wissen braucht man halt eine Weile, bis man es drauf hat. So, nur wenn du es dann drauf hast und du hast jetzt drei, vielleicht fünf Jahre deines Lebens darauf investiert und du hast jetzt das Wissen in dir integriert und danach fängst du ein Erschaffer deiner eigenen Wirklichkeit zu werden und wirst dann zum vollkommenen, vollständigen Menschen auf diesem Planeten. Ja, sind es nicht geile Perspektiven? Sind es nicht die Perspektiven und diese Zukunft, also von der wir träumen? Nur komischerweise, wenn man den Menschen konfrontiert, du musst dir was tun, weil das ist jetzt wirklich Arbeiten an sich und das ist die schwierigste Arbeit, die es gibt, an sich zu arbeiten. Ja, dann lieber rennen wir Verschwörungstheorien, lieber rennen wir jetzt den Außerirdischen hinterher und so weiter. Ja, meine Lieben, die Außerirdischen, die sind da, die sind schon immer da gewesen und werden auch immer da bleiben. Und die haben ihr Bewusstsein und die wissen, wie die Dinge funktionieren. Nur sie, ihr wisst ja nicht, wie ihr funktioniert. Die wissen, wie sie funktionieren und wissen Bescheid, wie du funktionierst. Aber du weißt weder, wie sie funktionieren und weißt weder, wie du funktionierst. Und was hast du gewonnen, wenn du morgen weißt, dass sie jetzt hier rumfliegen, reinfliegen, rausfliegen und dich dafür benutzen, um jetzt, sage ich mal, das Gold rauszubuddeln, um dich benutzen, um die Metallfabriken jetzt aufrechtzuhalten, um den Bagger zu bauen, den du da selber fleißig mit deinem Arbeitsplatz jetzt schürfest und so weiter. Und geht's dir danach besser, wenn du das weißt? Aber ändern tut sich dadurch ja nichts. Du bleibst ja nach wie vor da und wirst ja morgen wieder träumen, dass du deine Rente bekommst, dass du deine Sicherheit brauchst.
dass du Schutz brauchst. Der beste Schutz ist kein Schutz. Die beste Sicherheit ist keine Sicherheit. Das sind die besten Dinge. Ja? Wenn du so weit bist, dass du keinen Schutz brauchst und du brauchst keine Sicherheit, weil du der Erschaffer deines Lebens bist und weil du sie so dein Leben erschaffst, wo morgen sowieso ist und wo morgen sowieso entsteht, unglücklich und so weiter, brauchst du dann noch Schutz? Brauchst du dann noch Sicherheit? Nee, brauchst du nicht. Aber du weißt nicht, wie man das macht. Du weißt nicht, wie es geht. So, und wo willst du das wissen? Auf der Veranstaltung, also dir, die erzählt wird, also wie jetzt, also, ja, die rein und rausfliegen. Und wenn sie jetzt alles noch jetzt hier im Boot haben und welcher Politiker denen sich verkauft hat und so weiter. Ja, da jeder Politiker hat sich denen verkauft, sonst wirst du kein Politiker. Probier's mal aus. Geh mal also mit dem Gewissen in die Politik. Hältst jetzt vielleicht einen halben Tag aus, oder vielleicht zwei Tage, und dann kriegst du einen Nervenzusammenbruch, wenn man dich überhaupt da reinlässt. Weil du musst ja bestimmt die Kriterien schon von vornherein erfüllen. Du musst ja bescheißen können, du musst ja lügen können, und das muss ja dir Spaß machen. Dann kannst du ja da rein. Kannst es nicht, dann kommst du da nicht rein. Und soll man das jetzt noch über die jetzt reden und reden und reden? Oder, ja, die machen ihren Job. Und die werden morgen weitermachen. Und werden es noch besser machen, weil die wissen, dass du am Aufwachen bist. Und die Frage ist ja, ist es vielleicht besser, sich mit dem zu befassen, wer du bist? Und sich die Fragen stellen, wer bin ich? Was mache ich hier? Was will ich? Was will ich heute? Was will ich morgen? Was will ich übermorgen sein? Welche Wirklichkeit will ich leben? Was will ich essen? Welches Essen ist wirklich Essen? Und ist wirklich also für mich förderlich. Nein, wir reden den Trends ran. Die einen sagen, du musst das roh essen. Die anderen sagen, du kannst es schon kochen, dann geht's auch gut. Die Dritte sagen, ja, du kannst es ja schon dann das Gegessene essen, weil dir hat es dann ins Fleisch umgewandelt und du kannst jetzt Fleisch nehmen. Ja, aber welches ist jetzt das Richtige? Weißt du das? Weißt du dich dort zu orientieren? Nein, weißt du nicht, weil irgendein Schlauer dir jetzt wieder eine Studie vorlegt und dir wieder Gutachten macht, dass du jetzt irgendein, weiß ich nicht, Säure sowieso trinken kannst, weil die tut jetzt dich reinigen. Liebe Leute, Säure reinigt nicht. Ja, also, aber das ist ja gut, also wir tun ja alles vernichten, das ist ja super. Wir haben Studien gemacht, wir haben Studien gelesen. Ja, wer hat sie gesehen, die Studien? Wer hat sie gemacht? Wer hat wirklich mal einem jetzt 10 Liter mal von dem Zeug trinken gegeben, hat geschaut, was mit ihm morgen passiert? Mach das mal, dann siehst du es, ob das gut tut oder nicht. Also, da sind Dinge, manchmal hörst du, was die Menschen da draußen für also unter diesem Begriff, ich will die Welt heilen, dabei braucht er viele Kranken, damit er morgen sein Heiltum verfolgen will. Der andere schreit, ich will die Welt retten. Da braucht er viele, die jetzt am Absaufen sind, damit er sein Rettungskreuz also dementsprechend tragen kann. Ja, und so weiter und so weiter. Ja, liebe Leute, wir müssen jetzt mal die Mechanismen anschauen, die hinter diesen Wörtern stehen. Ja, und dann wirklich sagen, was will ich? Wo will ich dann wirklich wirken, tätigen? Taten vollbringen, Spur hinterlassen, dass morgen Menschen nur sagen, oh, der hat was gemacht, der hat was bewegt, der hat was vollbracht oder die hat was bewegt oder die hat was vollbracht. Also nicht, dass jetzt wieder jemand sich diskriminiert fühlt. Ja, so. Und das ist ungefähr so. Also ja, also jetzt habe ich da so ein bisschen den Wind genutzt, der entstanden ist und die Segel voll gemacht und weiter geschafft. Ja, ich denke so, dass wir in dieser Sendung also das wesentliche, die wesentliche Botschaft jetzt darüber gebracht wurde. Ja, und dass jetzt jeder, der jetzt die Sendung hört, also einen Einblick bekommt in das, was jetzt da draußen passiert. Und zum Schluss habe ich gesagt, was ist die Lösung? Die Lösung ist es erstens, also das, wir benutzen wieder dieselbe Wörter. Also ich sage Bewusstsein und die anderen sagen auch Bewusstsein. Ja? Nur zwischen dem, was ich meine, Bewusstsein und was da draußen gemeint wird, gibt es einen kleinen Unterschied. Ja, ich meine das Praktische, wirklich Bewusstsein, die Neuronen entfalten, damit die Neuronen in der Lage sind, die wie Schwingungen, Vibrationen zu erkennen. Ja, und du dann plötzlich mit Ohren sehen kannst und mit den Augen hören kannst, ja, so wie einer von meinen Lehrern mal gesagt hat, dann wirst du verstehen, wovon ich spreche.
Ja, so. Und wie man das jetzt entfaltet in sich, wie man das lernt, wie man das trainiert, wie man das dann in eigenes Leben integriert, dass es ein Bestandteil des Alltages wird, damit du das wirklich alltäglich dann lebst. Weil irgendwelche Techniken oder Praktiken, die mögen sehr, sehr cool sein und sehr mega toll sein. Nur wenn du sie nicht in den Alltag unterbringen kannst und du kannst sie nicht jeden Tag trainieren, üben und entfalten und daraus keine Reflexe und Fertigkeit entwickeln, dann so wie sie in dein Leben gekommen sind, so sind sie wieder gegangen. Geschweige schon ein theoretisches Wissen, wo du jetzt etwas Gescheites, Schlaues gelesen hast, das hast du in 5 Wochen vergessen. So, du brauchst wirklich integrierbares, alltägliches, praktisches, nutzbares, wirkungsvolles, resultative, fertiges Wissen, das dich jetzt wirklich vorwärts bringt. So. Und nur so kommen wir dementsprechend, sagen wir, rasch, also ja, in diese ganze andere Wirklichkeit hinein und kriegen die Eis, die Kuh vom Eis, sage ich immer, ne? Und dann schlussendlich jetzt mal sagen, okay, ja, wir leben das Leben. So, wir als GWL-Akademie sind dafür aufbereitet. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Unsere Termine finden Sie jetzt auf unserer Homepage. Ja, wer schon jetzt soweit ist, also ja, freue ich mich auf jedem, den ich jetzt im Seminar sehe. Die anderen können weiterhin uns beobachten, freuen wir uns auch sehr. Ja, so, und die Dritten, ja, kann ich jetzt einfach sagen, schärfen Sie Ihren Menschenverstand, ja, tun Sie jetzt einfach diese Gedanken, die bei euch im Kopf rumschwören, der Prüfung unterziehen, na, so, und wer das jetzt ordentlich auch macht, der wird irgendwann auch, also, ja, also gewisse Veränderungen spüren, sehen, so, nur und und an alle von uns und an alle, die da draußen sind, wünsche ich jetzt wie immer sehr viel Glück, Erfüllung und natürlich, dass in jedem so viel wie möglich Freude täglich reinkommt. Ja, weil die Freude ist so ein Faktor, der in uns Glückshormone entfalten lässt, schöne Vibrationen ausstrahlen lässt, ja, und das eigene und das Leben der anderen um sich herum ja, etwas erleuchtet. Ne? So, mit diesen Worten würde ich jetzt gerne, so sage ich mal, meinen heutigen Vortrag beenden. Ne? Und ja, freue mich dann, wenn wir uns irgendwann wieder beim nächsten Mal zusammenkommen und dabei sind. Ja? Ja, Viktor, danke dir erstmal. Wenn es noch irgendwie welche wichtige Meldung gibt hier in dieser Runde, mal ganz schnell noch flackern und kurz halten. Da ist aber alles ruhig, Viktor. Dann würde ich sagen, schließen wir den heutigen Abend mit einem riesen Dankeschön. Ich sag immer, ja, die Schafsherde haben wir, glaube ich, heute erreicht und ich hoffe, dass die Schafe sich bald auflösen. Ne, die Schlafschafe hat man so vor 2, 3 Jahren immer wieder gesagt. Und das Hinschauen und was wir heute gehört haben, das Leben und das Umsetzen in Eigenverantwortlichkeit, finde ich eine super Sache. Ein Auto fährt und wenn ich 160 über die Autobahn fahre, dann kann ich es fahren, wenn ich es auch fahren kann. Warum ist man rücksichtslos, sage ich immer, Herr Viktor? Weil wir Zeitstress haben, das liegt alles an unseren Lebensweisen. Würden wir das alles gar nicht mehr in dieser Form vorfinden, ja, dann würden wir auch gar nicht rumheizen und Verkehrsvergehen machen. Es liegt an unserer Lebensweise. Ich habe heute viel mitgenommen, Viktor. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal, ganz sicher. Ich weiß nicht, ob wir was ausgemacht haben, Viktor. Ansonsten, wir werden dann was wieder uns treffen und wieder uns was Neues ausmachen, wenn du ein Thema für uns hast, oder? Jawohl, gerne. Ja, dann würde ich sagen, den letzten Song, und das war Viktor Heidinger, und da heißt es www.gwl-akademie.com, und die haben einen Artikel geschrieben, dort könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, wir freuen uns darauf, wenn ihr auch da fleißig schreibt und diesen Beitrag auch teilt. Ganz unten kann man ihn auch teilen. In dem Sinne gibt's jetzt den letzten Song für eure Ohren. Morgen ist Fantaden da, Nikola Tesla, Technik, und da wird's aber, wird was vorgeführt. Mhm.
was ganz Besonderes. In dem Sinne, Musik ab für den letzten Song und euch einen schönen Abend. Viktor, bist du gleich noch im Nachtdoktor oder bist du gleich direkt hier aus am Aussteigen? Ganz kurz bin ich noch da, ja. Wunderbar, dann gibt's hier noch ein kurzer Nachtdoc und Musik ab. Und euch einen schönen Abend, guten Morgen, guten Mittag. Verteilt das Band, rechte Maustaste, einfach Link kopieren und verteilen. Wir freuen uns und die Menschen freuen sich auch. In dem Sinne, tschüss, baba, ciao, ciao.